Das ist eigentlich mein Stichwort. Du weißt gar nicht, dass ich darüber reden wollen würde, aber ich habe endlich wieder Tennis geguckt. Deswegen, ich bin gerade wieder... Ach so. Ja, ich war drin jetzt ein bisschen in den US Open. Deswegen, aber ich will nicht direkt reinstarten. Erstmal guten Morgen hier um 21.40 Uhr am Montag. Ach du Scheiße. Ja, wir haben uns die Kritik natürlich direkt zu Herzen genommen und haben dann... Alter, was ist echt... Bald kann hier wirklich auch alles liegen. Es wird immer schlimmer. Es wird Zeit, dass wir hier mal komplett kernsanieren. Dirks Podcast. Jetzt, wo die German Beach Tour vorbei ist und wir uns vorbereiten müssen auf die Zeit danach, ist hier langsam wirklich kritisch, was hier alles liegt. Naja. Dirk wohnt an diesem Tisch seit 6 Monaten, falls du nicht aufhört. Nein. Ja. Aber wir waren ja ein bisschen spät. Oder will gerade jemand wissen, Ausrufezeichen Mizuno, Ausrufezeichen Schuhe, Ausrufezeichen Hallenschuhe, Ausrufezeichen Halle. Lelea möchte einen Rabattcode haben von Mizuno, glaube ich. Ja. Ja, es gibt doch da müssen wir als Mizuno Athletes natürlich eigentlich nah dran sein, ne? Ist doch Spontan 15, oder? Könnte sein, weiß ich nicht. Es gibt wir auf jeden haben Fall gerade wirklich noch einlaufen, ne? Es gibt einen Code mit Mizuno jetzt auf jeden Fall und wenn nicht, gibt es den jetzt ab Wochenende, weil es gibt einen Code. Es ist ja part of the deal mit Mizuno. Also Lelea oder whoever, Lelea_V2, ja, die gerade hier in unseren Chat wird, reinschreibt während der Podcastaufnahme. Geduldig, du wirst das jetzt mitkriegen. Aber es ist schon geil, dass am Montagabend um 20:10 anscheinend einfach, dass irgendjemand sich einen Schuh kaufen möchte. Ne? Ja, oder dachte sich so, was denn eigentlich hier mit diesem Magazin, was da sonst immer lief. Das könnte ja auf jeden Fall auch so ein Ding sein. Aber es ist auf jeden Fall witzig. Du hast dich ja noch nicht damit beschäftigt. Wir sind ja wirklich durch die Partnerschaft jetzt auch Bounce House und Eintracht und so weiter, dürfen wir uns dann ja bei Mizuno komplett hier einkleiden und haben irgendwie jeder 2000 Euro Budget, das völlig lächerlich ist. Ich habe die Aufgabe schon mal ein bisschen gemacht und habe da schon mal was zusammengestellt. Irgendwie, das ist so viel Stuff, Mann. Gut. So lächerlich solche viel Stuff. Solche Partner brauchen wir, sehr gut. Ey. Ja. Das ist gut, ich freue mich drauf. Mhm. Brauchen wir immer wieder ein neues schwarzes T-Shirt zum Beispiel. Solche Sachen. Ah, ja, weil jetzt Winter ist bald, ne? Ja, wobei ich diesen Sommer auch viel schwarze T-Shirts getragen habe. Du hast es nicht durchgezogen mit deinem Kram, damit weiß-schwarz. Weil ich auch so immer, weil ich die vollsiffe dann auch immer, weil ich mich auch wirklich, also, und ich war eh nie draußen, dann ist es egal, ob du, also im Raum, in geschlossenen Räumen ist egal, ob schwarz oder weiß, wenn du nicht der Sonne unterliegst. Das stimmt. Und du warst aber auch wirklich wenig draußen. Ich war nie draußen. Dein Tang ist erstaunlich schlecht für so einen Nachsommer. Ja, danke. Du warst wirklich, danke. Also wirklich nicht gut. Nee. Ja. Man könnte jetzt sagen, ich habe einen anderen Job. Ich habe halt nicht draußen gearbeitet. Der hat halt gearbeitet, ne? Einen anderen Job. Du hast in der Sonne gesessen. Draußen habe ich jetzt auch nicht gearbeitet, ehrlich gesagt. Du gehst manchmal mit dem Hund spazieren und solche Sachen. Und viel rote Beete-Saft. Der schiebt auf jeden Fall ganz anders rein, wenn man aber ist okay. Das ist doch gut, wenn einer von uns beiden gut aussieht und du da bist, ist für mich völlig fein. Naja, gerade auf jeden Fall ein bisschen ramponiert. Also ich habe ein gutes neues Shirt. Das war letztens wieder so ein Ding. Ich habe ja eigentlich mir jetzt mit Mizuno was anderes. Das ist ja dann, das müssen wir machen. Es entspricht ja jetzt nicht ganz dem, wie ich eigentlich auch, weil das Ding ist ja, wenn man, also in unserem Bereich, man wird ja schon zugeworfen mit so Shirts und so Stuff einfach. Ja, ein T-Shirt sammelt, mangelt es nicht. Ja, da, man stimmt. Sammelt halt so viele Sachen an und dann ist immer so, ja, hier ein T-Shirt nimmst du, ja, okay, gut, alles klar, nimmst du das und gar nicht so mit Überzeugung. Und inzwischen habe ich mir eigentlich echt, also jetzt vorgenommen, dass ich dann bei so Sachen dann einfach sage, so, ja, nee, brauche ich nicht. So, ja, oder das, also, mir, ich mach das schon länger halt so. Ich sag, nicht. Pass auf, danke, total nett, aber gib's jemand anders, ich zieh's eh nicht an. Ja, genau so. Wenn ich es nicht richtig anziehe, aber das Warsteiner-T-Shirt ist es einfach. Das ist total geil. Also erstmal sitzt es gut, finde ich. Ja, ist ein guter Schnitt. Guter Hinten Schnitt auch für, clean für hier so einen mit sinnlosen so einem Körper. Und ach, am Ende ist ja geil, schwarzes T-Shirt mit goldenem Logo funktioniert halt, ne? Ja, ist fast wie ein Eintracht-Trikot. Funktioniert einfach, ja. Es ist fast wie ein Eintracht-Trikot. Das könnte unser Alternate sein. Eintracht natürlich später auch noch Thema. Ja, also deine erfolgreiche Trainerkarriere. Nee, ansonsten, du bist taufrisch, ich bin noch ein bisschen durchramponiert, weil wir gerade ja wieder aktiv waren. Ich habe Sport kurz gemacht gerade, ja. Und ich bin nicht taufrisch, Alter. Ich musste netzwerken am Wochenende. Ja. Getränke netzwerken, aber nenne ich das mal. Hast du schön alleine gemacht, ey. Das ist immer noch ein bisschen... Du musstest arbeiten. Ja? Ja. Mhm, war super. Ja, glaube ich dir. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen. Es ist, ich hatte vorhin noch eine Frage. Ich wollte schon immer, letzte Woche habe ich das verpasst. Was ist dieser Swag in deinem Timmendorf-Outfit? Sommerhemden, die offen sind und so. Wo kam der her? Wie passiert das? Also wie passiert das, dass du sagst, okay, ich bin jetzt... Es geht schon wieder so los. Ich bin tätowiert, ich habe gute Frisur jetzt, hab mir die extra seitig glänzend gemacht. Ja. Ich habe guten Tang, durch rote Beetesaft, durch mal hier, da, ein bisschen Sonne, das. Ich hab jetzt auch einen stabilen Körper, den ich nicht so, und könnte auch Timmendorf vielleicht ein bisschen kälter sein, deswegen muss ich mal gucken, aber worin fühle ich mich? So, worin fühle ich mich?
ich habe meine weiten Stoffhosen, die sind super cool. Ich trage dann meine Sneakersocken mit den verramponierten Schuhen, weil ich die eh immer voll platter so. Aber dann muss es das sein, Goldkette. Welche Sommerfarbe passt zu der Goldkette und zu dem weißen Unterhemd und zu meinem rote Beete Saft Tank? So, das ist ja, das muss ja, so muss es ja passiert sein. Also das ist ja das, was. Oh mein Gott. Darauf musst du dann eine Antwort finden. Jetzt bin ich wieder ins Schwitzen gekommen von der Einleitung. Jetzt kann ich gar nichts zu sagen. Aber sehr, sehr gut eingeleitet. Das war schon schön. Okay, also lass mal die Frage so stehen. Das wollte ich wirklich mal fragen. Weil ich finde das, also ich meine, ich habe das natürlich jetzt belustigend formuliert. Ja. Aber im Wesentlichen meine ich das ernst. Wie passiert dieser Prozess, dass du so, weiß nicht, wie sagt man das denn? So in Style, so irgendwie, wo passiert das? Siehst du das in irgendwelchen, siehst du das in Schaufenstern oder machst du oder guckst du bei Bestsellern bei Zalando oder so? Also erstmal tust du jetzt, als ob ich da so krass hinterher wäre und irgendwie ständig irgendwie. Ich darf das sagen, weil ich. Modeding hinterherlaufe, ist mir egal. Das ist ja überhaupt bin, nicht so. Ich darf das zu jedem sagen, weil ich bin am wenigsten von allen hinterher. Okay. Deswegen kannst du jetzt, das ist auch keine, es ist null Wertung drin. Ich frage mich nur, wie das passiert und wann das passiert und in welcher Situation und wie du der Sache danach gehst. Also rein der Kaufprozess, kaufst du 40 Hemden? Ist es dann dieses, das Minte, was cool ist oder cooler als das roséfarbene? So ist es, weißt du, was ich meine? Oh mein Gott. Also, ich habe das wohl mal gesehen und dachte mir so, ist ja mega clean, du kannst einfach das beste Kleidungsstück, ein Unterhemd nehmen und es dann so ein bisschen quasi aufwerten und es entasozialisieren. Weil das ja immer so der Vorwurf ist, dass wenn ich dann in Timmendorf vor 4000 Leuten da stehe, dann denken sich jetzt schon wieder, auch wenn es mir natürlich persönlich egal ist, denken sich schon wieder ein paar hundert so, ja, was soll das denn mit dem Assi-Outfit? Ja. So, und dann nimmst du einfach so ein Hemd, so ein kurzärmeliges, wo ich ohne Scheiß immer dachte, ist kacke, was soll denn kurzärmeliges Hemd? Habe ich nie verstanden, das Prinzip. Oh doch, das geht, glaube ich, jetzt so wie du es getragen hast. Ich fand das und das jetzt, und dann habe ich das einfach mal tatsächlich einmal ausprobiert. Habe ich einmal wie so ein Ding und jetzt kommen wir doch zum Kern meiner Frage. Was heißt denn ausprobieren? Nee, ich gehst, war, du dann, gehst du shoppen? Nein, ich hatte einmal musste ich quasi eine Dreiviertelstunde überbrücken und war dann einmal in so einem Laden. Okay. Ja, genau. Hab das dann so gesehen, dachte mir so, ja, okay, probierst du das halt mal an. Ich habe eh gerade ein Unterhemd an. Okay. Habe ich es anprobiert, fand's. Was für ein Laden? Ist das dann sowas wie Zara oder so? Oder was ist das? Das war, glaube ich, Urban Outfitters. Okay. Mhm. Ja, genau. Hab das dann gesehen, hab das ausprobiert. Und fand es tatsächlich, also wirklich, das war so richtig anprobiert, so sehr skeptisch anprobiert. Ja. Sehr skeptisch. Zieh's dann so an und war so richtig überrascht davon, dass ich es halt wirklich nice fand. Und dann guckst du so und dann sagst du so, oh krass, sagst du dann sowas wie so, ich sehe cool aus oder gut oder was? Ich will doch, Mann, Digga, es ist nicht böse gemeint. Ich will's nur verstehen, ich hab doch da keine, mir fehlt doch da jede Antenne. Mann, das sollte gar nicht so sein. Mich interessiert das wirklich. Ich habe gerade wirklich einfach nur den Interesse. Ey, das ist wirklich, ich kriege hier gerade for free einen Saunagang nach meiner Einheit. Ich bin so durchgeschwitzt, ich habe 43 Grad gefühlt. Ich will dich wirklich nicht ärgern, diesmal wirklich nicht. Es wirkt ein bisschen so. Nein, ich wollte das einfach nur wissen, ich verstehe, ich fehlt da jede Antenne. Ja, ich habe mich dann im Spiegel angeguckt und dachte dann schon, dass es cool aussieht. Geht dann der Prozess los, dass du sagst, ey, mit der Hose noch, dann die Farbe oder wie passiert das dann? Nee, das weiß man dann ja einfach so. Okay, gut. Ja, dann ist gut. Und dann habe ich mir halt, dann, weil ich es dann halt cool fand, habe ich mir dir dann 10 bestellt und 15 geschickt. Nein, habe ich mir 3 nochmal bestellt und Punkt. Ah, das eine hast du direkt gekauft? Ja. Ah, okay, ja gut, dann geht's ja noch. Und die anderen 3 hast du dann aber auch wirklich, das sind ja ähnlich oder sind sogar die gleichen, so, oder? Nee, es ist anders, aber ja. Ah, okay. Ja. Ja, gut. Was für eine Größe? L? Ich glaube, ja. Okay, ja. Ich glaube, Sinn. Ja. Mhm. Ja, nee, Glückwunsch. Ja, also, vielen Dank. Nicht. Also gerne. Vielen Dank, gutes Thema. Weil es mir heute wieder aufgefallen ist, weißt du, warum es mir aufgefallen ist? Weil Ernie hat heute wieder den Vogel abgeschossen mit seinem Outfit, Alter. Mm. Ernie hat heute wieder so eine... Dachte ich mir heute Morgen auch. Ey, wie er aussah. Dachte ich mir heute Morgen auch. Und er hat einfach wirklich so eine beige Stoffhose an und so... Was sind das denn dann für Schuhe? Das sind auch so seichte, so ganz leichte... Irgendwas Schuhe? Das sind so Schuhe, die man anzieht, wenn man dann irgendwie in so Türkei-Urlaub fährt, aber halt nicht den asozialen Türkei-Urlaub. Ja, so nicht so ein Tempelflitzer, so sondern All-In für 500 Euro,
sondern man macht so einen richtig coolen, so kultivierten Urlaub, wo man dann auch den Leuten erzählen will, dass man auf jeden Fall die Kultur mitnehmen wollte. Man ist auch mal auf so einen Markt gegangen und hat auch mal so einen originalen Hummus, hat man sich mal reingezogen und ist ja auch so Türkei voll unterschätzt, weil wirklich, wirklich voll schön. Ist es wahrscheinlich übrigens auch, ne? Ich war noch nie da. Ist bestimmt safe geil. Ja, ich war immer nur in den richtigen Ecken. Türkei ist ein cooles Land, wenn man in den richtigen Ecken ist. Ja, ja, genau. Dann ist es bestimmt safe geil, aber halt solche Schuhe. Und wenn mir jetzt einer kommt mit politischer Ausrichtung in Türkei, dann ohne Spaß, da kriegt ihr einen Bann und auf YouTube kriegt ihr den, ihr Arschgeigen. Weil da kotzt mich schon wieder an, wenn wir einmal sagen. Wir haben auf diesem Kanal haben wir eh so ein paar Hater. Ne? Ja, das ist ganz geil. Wir kriegen regelmäßig so drei, vier Leute, die immer wiederkehren. Ja. Wir haben auch so ganz regelmäßig unsere so. Also normalerweise haben wir auf unseren Kanälen haben wir wirklich eine lächerlich gute Daumen nach oben Quote. Ja. Ihr seht das ja, glaube ich, nicht mehr. Es gibt so ein Tool. Also man kann sich das noch runterladen für seinen Browser, wenn man so unterwegs ist, dann sieht man das noch. Und ansonsten kriegen wir das ja als Creator dann angezeigt. Ja. So ihr, glaube ich, gar nicht mehr. Und wir haben normalerweise haben wir auf unsere, also außer auf dem Main-Channel, wir haben eigentlich gefühlt zu so 99% aufwärts, haben wir Daumen nach oben und keine Daumen runter. Könnt ihr auch gerne immer machen, wird uns ja freuen. Also da auch mal ein Call to Action. Safe, uns. Genau. Podcast kriegt zum Beispiel sehr wenig Daumen immer. Ja, weil da konsumieren so die Leute einfach wird, nur so machen an und machen dann halt nichts. Das ist ein bisschen zu wenig. Auch gerne kommentieren. Aber auf unserem Spontanol-Account haben wir wirklich immer so safe, ganz schnelle 20, 30 Daumen nach unten. Vor allen Dingen einer schreibt einfach letztens, also merkt ihr, bei welchem Thema wir waren, ich weiß es gerade nicht mehr. Ich auch nicht hat, mehr. Wir haben unser erstes Eintracht-Training haben wir gepostet. Und dann kam einfach einer, das müsste ich eigentlich mal original zitieren. Warte, ich lese das kurz mal vor. Was ja, weil dann bringe ich kurz Ernies. Ich bringe Ernies auch noch richtig. Zu Ende. Das war nämlich wichtig. Also er hatte diese Stoffhose, dann diese professionellen Tempelflitzer. Ich nenne sie professionelle Tempelflitzer. Okay. Ja. Und er hatte so ein rot, so leicht rotes Poloshirt an, aber so auf eng, so irgendwie. Und hatte den Knopf auch zu. Ja. So wie, als hätte er auch geguckt, dass wirklich der Kragen gleichmäßig an der Seite, also wirklich zentriert ist. Und dann hatte er sich gefühlt auch so einen Schnuff zu viel Mühe gegeben mit seiner Locke vorne, weil er aktuell ja sehr lange Haare hat. Die Haare und, auch, ja. Und er sah, als ich dann reinkam und ein Thema mit ihm hatte, da musste ich sagen, ich sag, Bruder, was hast du denn bei dem Outfit wieder gedacht? Es ist Montag. Aber es ist Montagmorgen. Genau, es ist Montag. Also alle kommen völlig zerrumpelt. Ich verstehe es ja, wenn man irgendwie Richtung Ende der Woche schon ein bisschen hyped ist. Keine Ahnung, weiß auch immer, mal ein Afterwork. Ich weiß so ab ins Wochenende, keine Ahnung. Man hat abends noch was vor, aber es war fucking Montag, Alter. Ja, es war wirklich, also das war wieder ein Outfit, ey. Aber er trägt es dann zumindest mit Überzeugung, das muss man ihm lassen. Ja. Das ist dann auch immer okay. Aber du hast schon recht, das, was du gerade suchst, ist mir jetzt auch aufgefallen. Wir haben wirklich so ein paar ganz, ganz konsequente Hater. Ja, ich glaube, das ist aber auch einer, ich weiß, wer das ist. Das ist auch einer, der auf Twitch auf jeden Fall absolut verdienten Permaban kassiert hat, weil der auch immer rumgemeckert hat mit Statistiken. Also ich weiß nicht, ob das immer noch, wie gesagt, ein alter Kumpel von Klempi ist, weil wir uns damals über die Comdirect-Sachen lustig gemacht haben. Es gibt mehrere, die über die Sachen da sich aufgeregt haben, glaube ich. Aber ja. Ja, aber halt, also dass ein paar Sachen live mal nicht ganz stimmen oder mal irgendwas vertauscht ist, das ist ja normal. Aber insgesamt sind die Statistiken halt einfach fucking richtig und professionell gescoutet mit internationalem Top-Standard, wie auch bei allen großen Volleyball-Turnieren. Ja. Also, was wollt ihr meckern? Ja, mehr, und wenn also die Scheiße machen, dann machen, gut, dann macht halt wirklich jeder Scheiße. Ja. So, ne? Und dann schreibt einer, also das ist safe der auch ganz oft immer mit den Statistiken gemeckert hat, dass alles Unfug wäre, schreibt der Coach heißt auch, das ist immer gut. Ich bin auch Coach jetzt übrigens, können wir gleich noch drüber reden. Sehr lustig, also unser erstes Training, Vlog, ne? Da haben wir so ein bisschen Quatsch gemacht. Schreibt sehr lustig, Ausrufezeichen. Öffnen der Bodenhülsen trotz mehrerer Team-Elefanten am Scheitern. Sind wir da gemeint? Kann schon sein, ich ja. Ich weiß nicht. P-Horst und F-Dampf. Was soll das denn eigentlich heißen? Fotzen, Walkenhorst und Fickfunk oder was? P wäre jetzt, ich glaube, Fotze schreibt man nicht mit P, oder? Oder Pfotze. Also hast du Pfotze gerade geschrieben. Naja, warte. Sind hier auch keine Hilfe. Bindestrich, Statistikdilettanten, Bewegungshacker, KS-Quadrat, geht lieber saufen. KS-Quadrat? Ich weiß nicht, was KS-Quadrat ist. Ich auch nicht. Kann das einer entziffern für uns, was aber der Coach da meinte? Das ist schon geil. Der Mensch, geht lieber saufen. Der Mensch, der, was ja total heftig ist, der hat da so viele Sachen angesprochen, die ihn stören. Der Mensch investiert wirklich viel Zeit in und hasst uns total. Das ist ja super geil. Ja, finde ich eigentlich mal, auch was gut. Was das in dem auslöst. Der muss auch ein besonderer Charakter sein. Davon brauchst du einige, sonst hast du es nicht geschafft. Das ist immer, wie gesagt, das Ding. Ne? Das ist das, habe ich ja auch Tim Noack immer erklärt, der jetzt ja langsam zum Bad Boy-Assi wird, weil es ja immer heißt im Chat ja immer alle, hey, wie, Tim polarisiert doch nicht, Tim ist doch so nett und so. Wie ich dann immer so, ey, das ist es nicht. In so einer kleinen Wohlfühlnische bei jedem beliebt zu sein. Das ist es einfach nicht. Wirst du nicht schaffen. Du musst ein bisschen polarisieren und wenn es nicht auch mal mindestens satt und gerne auch bald im dreistelligen Bereich Hater gibt, dann hast du es nicht geschafft. Wurde uns ja letztens auch wieder vorgeworfen, dass wir famegeile Wichser wären und jetzt nur noch darauf aus sind, dass irgendwie die Streamer uns cool finden. Und also das war wieder im Kontext, dass wir halt unsere Athletin verkauft haben für einen Fame-Moment. So, da gehen wir heute natürlich gar nicht mehr drauf ein. Diese Sandra und Carla-Ding. Ja klar, aber... Ja.
Ist auch ein Business, in dem wir sehr gut, also A, sind wir sehr gut mit denen, für die Sachen zu produzieren, so. Das ist das eine Interesse. Und das ist auch monetäres, einfach. Das safe, hat nichts, ja. Das hat nichts mit der eigenen Profinerose zu tun, das hat wirklich nur was mit dem monetären Interesse dahinter zu tun, weil wir da auch Probleme lösen können für die. Und das andere ist ja eigentlich nur ein Blick aus der Bubble raus. Und wir haben bisher immer bei jedem Blick aus der Bubble, immer wenn wir versucht haben, was aus der Bubble so out of system zu machen oder sonstiges, da haben wir immer am meisten Hate für gekriegt, Dirk, weil dann die Leute das nicht ja, so... Ja, das ist ja klar, wie ja, gesagt. Das ist ja das Phänomen, was mich immer so krass ankotzt, ist, dass die Leute dann irgendwie das Gefühl haben, man nimmt ihnen das Spielzeug weg und dass dann halt die Volleyball-Bubble-Menschen dann immer Angst davor haben, dass sie ihr kleines Prachtstück dann irgendwie verloren geht. Mhm. So, ne, wenn es größer oder anders wird oder im Wandel ist oder irgend sowas, es geht mir immer so heftig auf den Sack. Ja, stimmt. Das wenn die Leute da nicht bereit sind fürs Greater Good, was es dann wirklich ist. Ja, so würde ich sagen, dass es so ist, ja. So? Sonst würden wir es ja nicht machen. Alle wollen, dass es zig Profis gibt in Deutschland, die alle richtig gut Geld damit verdienen, dass alles sich entwickelt, dass Hunderttausende von Menschen Volleyball gucken und Beachvolleyball gucken. Aber sind dann nicht bereit, irgendwie diese 5% abzugeben von dem, dass es für einen selber vielleicht ein bisschen uncooler wird oder uncharmanter. Ja. Weil es sich ein bisschen verändert hat. Aber das ist ja auch der Hauptgrund, warum der Sport oder überhaupt viel Sport. Aber vielleicht ist es das, ey. Du als Fashion Victim, dein Hemd. Oh mein Gott. Vielleicht kommt jetzt richtig doll, kommen jetzt die neuen Partner an den Start. Schreibt mal in die Kommentare, wenn Boss ihr Olaf, vielleicht. Wir haben wenn ihr Olaf auch mal mit so einem Outfit sehen wollt. Mit schönen Unterhemd, ja, aber zum Kurzhemdigen. Mir passt wahrscheinlich kein Hemd, ist das Problem. Wieso passt dir kein Hemd? Weil die zu kurz sind. Boah, aber die ich habe, die sind ja, wirklich sehr, sehr lang. Ne? Die ey, sind alle von mir so, aus ziehe ich gerne ein Hemd die an. Die sind alle so schon sehr lang. Lass uns irgendwas einfallen lassen. Das ist mir alles egal, macht was. Aber ich will mich nur nicht drum kümmern. Also das ja. ist das Einzige. Wenn das irgendwo da liegt, ziehe ich das an, wisst ihr doch. Ich ja. habe nur einen Auftrag habe ich noch für diesen Winter. Ich muss halt wirklich mal, also der Auftrag für meinen Winter ist eine Sache, muss ich mir nur besorgen, weil das habe ich noch nie geschafft gefühlt, ist eine Winterjacke, die wirklich, also eine coole Winterjacke. Ah, schwer. Das ist so schwer. Ich habe auch keine Übergangsjacke. So ich habe keine Jacke. Ich habe keine Regenjacke. Nee. Ich habe keine Übergangsjacke. Das ist ich habe wieder keine, so ein Daniel-Ding. Ich finde es halt eigentlich auch affig, sich so einen Mantel zu kaufen. Ich weiß, dass so ein Mantel cool aussieht, aber für welche Temperatur soll der denn gut sein? Nee, ist ich meine, klar, gut. Wir können in Deutschland darauf hoffen, dass wir alle unsere 500 PS Dieselmaschinen schön nach vorne Bodenblech treten, ja. aber es ist ja trotzdem irgendwann mal kalt. Ja. Das heißt, du brauchst was Wärmeres. Und dieser schmale Grat zwischen es ist warm, es ist funktional, aber sieht scheiße aus, der ist so schnell über ja, aber ich glaube, dann geh auf überschritten. Dann geh auf sieht scheiße aus. Einfach nur eine Jacke, die fällt dir schwer, bist du immer noch nicht da, ne? Ja, bist immer noch nicht weiß da. Ich nicht, ey. Du bist immer noch nicht da. Ja. Aber vielleicht, wenn man sich mit beschäftigt, findet man auch was, Alter. Ja, weiß ich nicht. Aber gerne mal ein paar Tipps. Das wird wirklich, also das wird eine Aufgabe. Das wird wirklich eine Aufgabe. Da können ja. wir einen ganzen Shopping-Stream draus machen, Alter, weil da würde ich auch mal interessieren. Mhm. Weil, bei mir ist halt ein großes Problem, ne? Alles, was lange Ärmel hat, ganz ja. schwierig. Ja. Ja. Aber das ist spannend, das ist wirklich spannend. Mhm. Also, ich war gerade bei Sponsor, ich habe gerade die Brücke gebaut zu unserem spektakulären Paddel-Einstand auf Wettbewerbsebene. Oh, das hatte ich jetzt ja schon wieder vergessen, ehrlich gesagt. Ich bin auch gerade drauf gekommen, muss ich zugeben. Wir haben es ja geteasert und wir waren da. Es kommt noch ein Vlog, ne? Aber ja, der ist egal. Das stimmt. Ja, wir wissen ja, dass wir gewonnen haben. Heute kam ja genau der Eintracht-Spieltag, gehen wir gleich auch noch drauf ein. Ja. Dann ist, für euch ist dann jetzt entweder Dienstag oder Mittwoch, dann kam Podcast und Mittwochabend kommt auf jeden Fall der Paddel-Vlog, wo wir halt auch mic'd up gezockt haben. Jona war mit der Kamera mit dabei, hat so ein paar Aufnahmen gemacht, wir haben ja beide schon Bilder gepostet. War auf jeden Fall, ey, war wirklich cool. Also hat Spaß gemacht. Das war doch, musst du auch zugeben, oder? Nee, hat einfach Spaß gemacht. Aber ja, mir macht die Sport halt ja auch Spaß. Ja. Und dann war es halt geil, also mit dir macht halt Spaß, weil du das kannst so. Und dann konnte man so seine Sachen sich so konzentrieren. Man versteht ja schnell, was man falsch gemacht hat. Versucht das. Die Sportart ist halt krass, wenn man so viele Entscheidungen in kurzer Zeit treffen muss, Alter. Und wenn du die einmal falsch triffst, bist du am Arsch. Dann stehst du in diesem dreckigen Niemandsland und dann kriegst du den Ball vor die Füße und kannst nichts mehr machen. Ich fand, das hat richtig Freude bereitet. Wirklich, ich fand das ja. richtig cool. Ja. Nee, es war geil. Also muss man auch echt sagen, wir waren wirklich ein gutes Team. Ja, und man muss auch echt sagen, dass du spielst das ja, also hast ja keine Ahnung, zum zweiten, dritten Mal so einen Schläger in der Hand ja. gehabt. Dritte Mal. Ja. Und auch wenn natürlich jetzt nicht alles super elegant aussah, muss man das echt sagen, nie dass du das Sport bei mir, dass klar. du das wirklich gut gemacht hast. Also dieses, was ja immer bei dir so teilweise ein bisschen affig oder arrogant rüberkommt mit diesem, ja, ich verstehe halt, wie Sport funktioniert und so. Also muss man schon sagen, in dem Fall hat man halt einfach gemerkt, so, ne? Du weißt, was du tust. Und ja, das Einzige, was halt kacke war, ist halt, hast du ja gerade schon gesagt, ne, so ein bisschen Beine bewegen und dann so in No Man's Land gecatcht zu werden. Wenn du dann einmal halt verpasst diesen Moment, wo du eigentlich nach vorne rücken musst oder halt hinten ans Glas und bleibst dann stehen, dann kriegst du halt die Dinger reihenweise, ne. Ja, aber nee, war lustig und war auch nicht unangenehm. Also war jetzt auch kein krasses
Promi-Event, das war jetzt nicht unangenehm für uns. Nee, aber dadurch war es ja gut, weil ich glaube, bei einem Promi-Event wäre es wahrscheinlich das Niveau schlechter gewesen. So waren ja echt nur Leute da, die das konnten. Ja, ja, wir haben fast, also wir haben ja eigentlich nur gegen Leute gespielt, also es war jetzt keinmal unangenehm. Nee, außer, gegen die Bayer Leverkusen-Mädels war es unangenehm. Da muss man mal ganz deutlich so sagen, das waren zwei Spielerinnen von Bayer Leverkusen, Fußballerinnen, die konnten das nicht. Liebe Grüße. Die konnten das nicht. Die eine konnte das schon ein bisschen. Stimmt, die eine, die war Dänin. Die Dänin. Schräg gegenüber von dir saß. Die haben gegenüber von dir gestanden. Die konnte das schon ein bisschen, die andere war erstaunlich, die hatte wirklich null Technik, absolut keine Idee, wie sie den Schläger hält. Hat trotzdem aber den Ball rüber bekommen. Ja, das stimmt. Aber ich hasse es halt, so dieses sich zusammenreißen zu müssen. Ne? Ja, wir haben da immer noch so reingespielt. Ich habe ab und zu mal raufproniert, wo du dann schon dumm geguckt hast. Ah, das war nicht cool. Also das war dann irgendwie nicht, das war es dann. Aber das war das einzig Beschissene. Erstmal kommen wir zum Sportlichen. Ein großes Negativ-Shoutout geht raus. Ey, macht nicht so ein Event, vor allen Dingen, da sind auch ehemalige Profisportler gewesen, nicht nur du. Da ist hier Thomas Helmer war da und hier so eine Kölner Legende, ich habe gerade den Namen vergessen. Alter. Also zwei so wirklich Fußballer, die man einfach kennt, die Helden waren für viele in der Generation. Ja, aber auch DEG-Spieler, Hockey-Bundesligisten, Nationalspieler, so, ne? Das heißt also Weltmeister, die sind dieses Jahr auch Weltmeister geworden. Genau. Ja. Alles dabei gewesen und dann kommt man da auf die Idee, so ein Rotz-Turniersystem zu spielen. Wir kommen dahin und dann dachten wir so, okay, viele Gruppen, alles klar, gibt's ja wahrscheinlich so ein paar Gruppen und dann am Ende vielleicht ein paar Co-Spiele. Ja. Läuft, geil, hab ich Bock drauf. Dann heißt es auf einmal, jedes Team hat 4 Spiele. Ich dachte bis dahin Fünfergruppe. Fünfergruppe oder vielleicht so leistungsmäßig. Zwei Fünfergruppen, danach Halbfinale. Das ist dann wie die ersten Runden gewinnen, spielen dann irgendwie so gegen die und am Ende hast du so Platzierung oder so. Nee, es wurde einfach random ausgelost, gegen wen du spielst. Random. Und da waren ja nun mal auch ein paar, also da waren viele, die spielen konnten, da waren aber auch einige, die zum ersten Mal gespielt haben oder einfach Leute, die jetzt nicht so talentiert waren. Die Bayer Leverkusen-Mädels zum Beispiel. Ja, aber die waren ja nicht mal die schlechtesten. Die waren nicht mal die schlechtesten, das stimmt. Ja. So, und dann war das halt einfach das System. Wir gewinnen alle Spiele. Eins halt nur sehr knapp gegen hier, ne? Gegen die Sports haben wir natürlich vernichtet. Haben wir kurz schnuppern lassen und haben wir dann vernichtet. Ja. Ja, nee, war schon kacke, ich habe mich ein bisschen aufgeregt. Aber, naja, so, und dann gewinnen wir alle 4 Spiele und dann nur weil, also gut, die waren auch gut und im Zweifel hätten wir gegen die wahrscheinlich... Wir hätten sehr sicher gegen die verloren. Na, wobei, wir dachten vorher auch einmal, dass wir verlieren und haben wir dann auch überhaupt nicht verloren. Die waren, glaube ich, schon gut. Ja, der eine konnte das schon sehr gut. Aber dann da haben die halt im Zweifel zweimal gegen schlechtere Gegner gespielt, hatten dann Punktedifferenz halt irgendwie nach 3 Spielen plus 25 bei quasi Tiebreaks, die man bis 12 gespielt hat. Also im Prinzip war, du spielst einen Tiebreak bis 12 und sammelst dann deine Punktedifferenz im Positiven oder im Negativen zählt zusammen. Und dann haben wir halt vor dem 4. Spiel wussten wir schon, wir müssen 13-0 gewinnen, theoretisch Erster zu werden. Und man spielt bis 12. Ja. So, und übrigens Grüße an Jona. Der Bre, Alter. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, der kifft noch nicht mal. Nee, aber der hatte wieder so einen Morgen, wo es einfach bei ihm nicht lief. Bei ihm lief es nicht. Er hat wieder nichts verknüpft bekommen. Er wusste nicht, wie man zählt beim Tennis. Und dann rechnest du ihm halt, er hat schon 3 Spiele von uns gesehen. Ja. Er hat es mitbekommen. Er hat auch gehört, da wie man zählt, er wusste, dass es bis 12 eigentlich geht. Und dann stehst du da neben ihm und rechnest das so vor und sagst so, ja, ist doch entspannt, wir müssen 13-0 gewinnen, dann haben wir eine Chance, weil er auch noch so gefragt hat. Und dann guckt er dich so an und sagt so, ah, ja, okay, top, ja, ist doch gut. Und dann wirklich ich so daneben so. Ja, überleg mal, wie geil, in was für einem geilen Film der lebt gerade. Der hat einen Job. Überleg doch mal, ey. Der macht einen Riesenjob bisher, muss Jonas man ganz klar sagen. Wirklich Hammer. Also, wirklich. Der tiefste Grind. Wir haben oft auch mit Königstransfer und so rumgeworfen und so, aber der ist eine absolute Maschine. Ja, ist wirklich so. Da haben wir uns Zero in dem getäuscht. Richtig geiler Typ. Aber der ist halt auch, also sagen wir es mal so, der ist halt sehr isoliert in seinem Content aufnehmen und schneiden und der muss ja auch nicht viel mehr mitkriegen. Nö. Und er hat auch ganz oft Kopfhörer auf, das erklärt wahrscheinlich auch vieles. Ja. Und dadurch lebt er so seinen eigenen Film als so 19, 20-jähriger junger Mann. Wie alt ist er denn überhaupt? 19 oder so? Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Höchstens 20 auf jeden Fall. Aber ja, aber geiler Typ. Ich mag den total. Ich bereue keine Sekunde. Alles perfekt bisher, ne? Aber der pennt im Schrank vom anderen Stern, Alter. Ja, der ist manchmal wirklich riesig unterwegs. Das ist echt. Weil er hatte auch, nach Timmendorf war er so richtig groggy und hatte dann so 1-2 Tage, wo er wirklich selber auch so gesagt hat, boah, ich bin richtig dumm unterwegs. Ja, genau, der hasst sich auch, weil er so sagt. Da ging dann gar nichts mehr. Da war der Ofen aus. Ja. Naja. Aber sonst hier, Paddel, will ich nochmal sagen, es hat wirklich... es war sehr cool. Es hat wirklich Spaß Vielen Dank gemacht. Für die Einladung wie gesagt, und das waren auch alles nette Leute. Ja. Wie gesagt, so, ne, die wirklichen Celebs waren dann so die ehemaligen, also die entweder noch Profiathleten oder halt jetzt so, mein Thomas Helmer war jetzt schon der krasseste, der da rumgelaufen ist. Klar, ist auch ein entspannter Kerl auf jeden Fall. Mit dem habe ich nachher sehr noch angenehm. Ich hatte mit dem noch guten Duschtalk. Ich habe mit dem noch 10 Minuten so unter der Dusche gesprochen quasi. Ja. Guter, wirklich ein sehr guter Typ. Ja, und also vor allem noch, kann ja ganz anders der ist sein. Irgendwie x50 oder so und der ist heavy in shape noch, ist Alter. Ist auch fit. Ja, ja, klar. Gibt's ja gar nicht. Ja. Ich dachte so, oh Gott, Alter, der ist über 20 Jahre älter als ich und der ist aber sowas von, also, boah.
Da muss ich mir ein Beispiel dran nehmen, aber wird eh nichts mehr. Naja. Naja, wird also nicht das letzte Mal gewesen sein, dass wir mal den Paddelschläger geschwungen haben. Nee, aber ich frage mich immer, ob das eine Regelmäßigkeit werden kann, aber die Regelmäßigkeit kriegen wir doch in unserem Leben eh nicht geschissen. Ja, es wäre dann wirklich wir so welche, Termine die in der Woche, gut ne? Sind. Ja, man bräuchte eine geile Runde. Weil sonst ist es kacke. Ja. Und dann musst du aber eigentlich auch, also du brauchst schon so eine Sechsergruppe, von denen immer vier dann können oder so. Dann wäre es okay. Ja, so eine geile Runde, wo eigentlich auch so jeder mit jedem spielen kann. Aber du bist schon dann ein bisschen zu gut? Das ist schon wieder scheiße? Ja, du brauchst schon mindestens einen, der so... Aber es darf keiner schlechter sein als ich. Und das Ding ist ja, und du ist halt die Frage, mit wem man spielt, weil wenn man mit Leuten spielt, die schon länger gespielt haben, weil wenn ich jetzt, also jetzt no weird flex, aber wenn ich jetzt halt regelmäßig spielen würde, dann werde ich ja auch nochmal besser. Ja, ja, genau. So, ne, deswegen, also entweder spielst du mit Leuten, die schon länger spielen, dann brauchst du welche, die eigentlich erstmal zu gut sind, wo man sich dann rantastet. Ja, ich würde ja auch safe besser werden, ja, schneller. Natürlich. Ja, klar. Du hast ja auch eine Leistungskurve jetzt dann... Ja, das... Du musst ja nur, man versteht das Spiel ja dann irgendwann. Ja. Und ich meine, ich habe ja eine gewisse, also Reichweitenvorteil hätte ich schon. Ich muss nie der sein, der die beste Beinarbeit hat. Also, das ist schon real. Ja, also dieses Größending, da hat Paddel sich ja auch noch gar nicht. Kannst du nicht wegreden bei der Sport. Wenn allein beim mobilen, Aufschlag. Wenn du mobilen 2-Meter-Mann hast. Allein mit dem Aufschlag, Alter, weil meine Hüfte höher ist. Du kannst von oben nach unten aufschlagen. Genau, das ist es. Und das ist mir ja auch aufgefallen, deswegen, ich würde doch schon mit einem, der ein bisschen mir die Laufarbeit abnimmt, könnte ich okay das Spiel bespielen, ja. Ja. Aber da müssen wir echt, das müssen wir. Aber wäre schon ein Ding eigentlich so, ne? Ja, dieses so einmal die Woche, so abends. Aber Donner, nee, nicht abends. Eben nicht. Ach, morgens dann eher so? Ja, die schön die Studentenzeit für 2,50 Mark. Morgens um 9. Ganz geil, ja, 9, nicht 10. Morgens um 10. Hast du eigentlich schon Minuten. Bock gemacht? Morgens ein bisschen dann anschwitzen? Ja, Alter, ich war so durch. Es war aber auch warm. Es war warm, also wirklich sehr warm. Ja, das können wir überlegen. Mhm. Eigentlich eine gute Sache. So Betriebssport machen. Ja, müssen wir erstmal Leute finden, ne? Apropos hier in der Betriebssport. Firma finden wir auf jeden Fall keinen. Eintracht Spontent. Ja. Ja. Erfolgstrainer Dirk Funk. Ja, die Eintracht hat die erste Niederlage in Bezirksliga-Historie leider auf sich nehmen müssen. Also, es war schwierig. Was sollen wir dazu sagen? Also, Kaderersatz geschwächt. Dann gab es eine Einheit, wo wir nicht präsent waren, wo der Vosswinkler wahrscheinlich den wieder ganz wilde Dinge da eingetrieben hat. Der dann hat den haben die Einbeiner beigebracht und solche ihren Sachen. In ihrem eigenen Sud durften sich dann da ahlen. Und dann war natürlich Wettkampfzeit angesagt. Dann habe ich da meinen Rumpftrupp gesehen und habe mir schon direkt Sorgen gemacht. Nein, war ganz lustig. Da war Doppelspieltag, irgendwo in Dormagen. Und ich komme da halt so in die Halle, bin natürlich so relativ spät erst hin, weil, ne, war ja nur da, um halt Content zu machen und ein bisschen, also war halt wirklich nur da, um Content zu machen und habe jetzt nebenbei auch noch ein bisschen gecoacht, was glaube ich schon ganz okay war, weil wenn die Jungs jetzt da, also wären jetzt nicht ganz alleine gewesen, weil Luisa war jetzt auch da gewesen, aber war schon gut so, glaube ich. Ja, du hast ja auch mit einer gewissen Seriosität hast du es ja gemacht. Ja. Ja, ja, nee, alles gut. Schon. Also auf jeden Fall. So, und abseits davon ein bisschen Scheiße labern, ein paar dumme Sprüche machen auf jeden Fall. Das gehört ja dazu. Aber dann komme ich da hin, die sind gerade im fünften Satz, guck mir da so die Ballwechsel an und denk mir so, Alter, was ist denn hier los? Ist denn mit der das ist nicht mehr meine Bezirksliga. Das ist nicht mehr meine Bezirksliga. Wo sind denn die ganzen halbdicken 14-Jährigen, die ein Pausenbrot zu viel gegessen haben, deswegen nicht zum Fußball durften? Wo sind denn die alle hin? Die brauchten wir, mit denen haben wir geplant. Ja. Wo seid ihr? Nee, die Bezirksliga ist so viel besser. Die konnten wirklich spielen. Also in jeder Mannschaft waren da so zwei, drei Leute. Also die hatten wirklich alle zwei, drei Leute, die sauber von oben nach unten Ball hauen konnten. Okay. Die hatten beide Zuspieler, die einen sauberen Pass nach außen stellen konnten, auch ein bisschen das über Kopf und so. Ja, ja, also gab es ja vorher nicht eine Bezirksliga, muss man ja ehrlich sein. Konnten alle ein bisschen annehmen. Und dachte ich schon so, oha, das wird heftig. Und dann gucke ich mir da so die gegnerische Truppe an. Alles so junge Kerle, 17 bis 21, im Saft, fit, teilweise auch groß. Und dann so, ja gut, eins steht schon mal fest, körperlich sind wir massiv unterlegen. Und dann habe ich mir so meine eigenen Jungs angeguckt, die teilweise erst noch, also quasi noch gar kein Volleyball spielen oder seit ein, zwei Jahren. Technisch sind wir auch nicht überlegen. Nein. So, jetzt muss ich mir irgendwas einfallen lassen. Und dann, ja, keine Ahnung, so, ne? Kann man im Vlog ja nachgucken. Hatte ich eigentlich eine ganz gute Ansprache, dachte ich mir, weil am Ende ist halt, sind viele Sachen egal in dieser Liga. Ist so. Viele Sachen egal. Ja. Athletik, scheißegal. Athletik ist wirklich auch scheißegal. Techniken teilweise auch egal, ob die dann besser sind, ist egal. Mit einer guten Marschroute und ein paar cleveren Sachen kannst du diese Spiele gewinnen. Einer gewissen Ballsicherheit. Einer gewissen Ballsicherheit auf jeden Fall auch, die wir natürlich nicht haben. Ja. Und dann war ja meine Ansage, so, wir machen aus schlechten Situationen einfach keinen Fehler. Sobald Corny einen Bodenlosen spielt oder wir halt nicht annehmen und den Ball nicht vorne haben, pritschen wir die Scheiße rüber. So, oder geben den Ball rüber und gucken, was passiert. So, ne, gerne mit ein bisschen Aggressivität, also nicht jetzt komplett Danke-Danke-Ball, wurde auch nicht umgesetzt. Nein. Und dann musste ich bei 6-5 das erste Mal eine Auszeit nehmen, weil wir dreimal aus schlechter Situation das Ding in die Wicken gekloppt haben. Und da war ich kurz ein bisschen sauer. So, und dann am Ende ist die Story, wir choken einen, ich glaube, wir waren 19-13 im ersten vorne und 23-20 und haben sich die Jungs auf allerhöchstem Niveau eingeschissen. Alter Schwede!
Naja, und dann werden wir natürlich voll abgeschossen im zweiten Satz, auch weil ich ein bisschen vercoacht habe, muss ich sagen. Ich ja, habe umgestellt. Ich habe mir noch nicht angeguckt, aber wenn du es zugibst, ist okay. Dann hast du dich entschuldigt. Ja, im zweiten, nee, ich wollte umstellen und optimieren, habe dabei vergessen, dass der Stier leider zum aktuellen Zeitpunkt absolut unspielbar ist. Vor allem mit dem schlechten Zuspieler. Ja. Ja, der Stier also, mit dem schlechten Zuspieler zum jetzigen Zeitpunkt. Ja, dann habe ich Jona ein bisschen zu viel zugetraut und dachte, der kann außen spielen. Ja, war absolut bodenlos. Naja. Und dann ging das halt in die Wicken und haben den dritten halt auch noch verloren. Aber war trotzdem ganz cool. Also dann ist ja, habe ich den Jungs auch versucht, dann am Ende zu sagen, das ist ja gut. So, ich meine, wie kacke wäre es denn auch wieder jetzt für dann halt die Erwachsenen, die da spielen, wenn du jetzt wieder nur gegen 14-Jährige spielst, nicht böse gemeint an alle, die jetzt vielleicht hier kleben geblieben sind und zuhören. Es war sehr cool und charmant mit euch. Aber am Ende ist das ja so cooler, wenn du da gefordert wirst und wenn es dann auch für die zweite geil ist, mal einen Sieg zu holen. So, wenn du dich so ehrlich über einen Sieg freuen kannst. Ja, das ist ja weiß, das Coole. Ja. Und deswegen, ich glaube, wir müssen mal schauen, auch je nachdem, wie sich der Kader entwickelt, weil ein, zwei Kandidaten wie vielleicht so ein Michel oder vielleicht auch so ein Jona, müssen wir je nach Personallage Jona noch hochziehen. Jona war wirklich so... Also, der war schon... Ja, das also, war... Gut war es auf jeden Fall nicht. Nee. Also der hat Potenzial, das sieht man. Ja, ja, der kann aber das schon eigentlich besser, nicht. Aber der war wirklich hereinragend. Gut war, ja, hereinragend, tolles Wort. Bin immer noch stolz drauf, dass ich es etabliert habe. Ja, also Aufstieg wird es nicht etabliert mit der zweiten... würde ich nicht sagen, oder? Doch. Hat sich das etabliert schon? Nee, etabliert nicht, nee, aber ich hab's... Ja, das ist ja, recht. Wir müssen hereinragend etablieren. Ja, genau. Hereinragend ist wirklich absolut toll. Echt ist nicht, weil hereinragend sagt schon aus, dass es einfach scheiße war. Das ist nämlich das... Ja, aber so ein bisschen doppelt gemoppelt ist ja teilweise... Aber hereinragend so schlecht funktioniert ja nicht. Wenn, dann muss man ja fast sagen, hereinragend gut, oder nicht? Oh, da Bezugnahme bitte. Oh. Weil für mich ist hereinragend steht für mich alleine. Hereinragend sagt alles aus. Hereinragend sagt wirklich, dass das eine Katastrophe war. Dass es scheiße war. Ja, aber du sagst ja auch, das war ja katastrophal schlecht. Um einfach nochmal halt... Ja. Double-Down-mäßig zu sagen, wie unfassbar kacke das war. Also man sagt ja auch herausragend gut, meinst du? So, zum okay, Beispiel. Okay, dann sagt man herausragend schlecht. Ja, okay. Ja, ja okay, ja, gebe ich, gebe ich dir. Also, zum aktuellen Zeitpunkt glaube ich nicht, dass wir mit der zweiten Herren aufsteigen können. Ich glaube aber, dass es cooler wäre, einfach nur hereinragend alleine stehen zu lassen. Das kann sein, ja. Okay, gut, jetzt naja. Zum Aufsteigen. Trotzdem zweite. Bin ich stolz auf meine Mannschaft und wir werden das schon, wir kriegen das schon hin irgendwie. Jungs, das Gute ist, wir können hier absteigen. Wie in der ersten Liga. Das ist erste oder letzte Liga, ist egal. Man kann nicht absteigen. Kannst nicht absteigen. Nein, aber ist cool. Also ist ja mal wieder gut, dass wir da wieder schön zwei Fliegen mit einer Klappe und so weiter da. Das ist, glaube ich, ein gutes Content-Piece. Ich glaube, die Leute werden es auch fühlen, wenn wir das mal zusammen machen oder du machst das mal alleine. Ja, so. Mit Taktikboard dann, Alter. Und es ist ja auch cool, weil es dann genau das ist, was wir auch versprochen haben. Dass wir nicht irgendwie die zweite so im Schatten, da so im Müll in der Allee lassen, hey, sondern die halt dir, mitnehmen. Die zweite wird, das ist die Legendentruppe, Mann. Das ja. Ist so. Die zweite ja. wird potenziell sogar viraler sein als die erste. Die zweite hat Potenzial, ja. Und irgendwann müssen wir auch dahin. Ja, aber, das, aber nicht in der Bezirksliga dann. So schön, nee, die ist schon. Die sollen schon nochmal irgendwann an den Landesliga aufsteigen, damit wir da. Müssen wir uns nochmal Startplatz organisieren. Ja. Ja, soweit ist es dann bald. Aber ja. Ich freue mich wirklich. Haben wir auch letzte Woche noch gar nicht so drüber gesprochen. Ich fand das, also wirklich einfach gute Jungs, die da irgendwie dazugekommen sind. Cool. Also wirklich, weil das ist ja eine freie Ausschreibung, wir kennen die nicht, wir scouten die nach irgendwelchen Videos oder nach einem Schreiben und da ist wirklich keine Scheißkerle dabei, ne? Ich glaube nicht. Also nee. Ich glaube, wir haben keinen Idioten mit dabei, wo es irgendwie unangenehm werden könnte. Null. Deswegen. Das ist echt geil. Deswegen ja. Freuen wir uns auch auf jeden Fall auf das Wochenende. An der Stelle nur mal kurz der Teaser. Es ist jetzt noch nicht so ganz durchgeplant alles, ne? Von daher, wir wollen euch auch nicht zu viel versprechen. Also ihr könnt theoretisch nächsten Samstag auf jeden Fall vorbeikommen. Wir werden hier wieder in der Halle mit den vielen bunten Linien spielen, dieser Melanchthon 2, was auch immer, Straße. Das ist ein Doppelspieltag, ist ein bisschen kacke leider gelaufen, weil das eine Team konnte nicht verlegen, also wollte und konnte nicht verlegen. Dadurch spielt halt unsere zweite Herren das allererste Spiel. Ah. Dann ist danach noch ein zweites und danach spielt die erste Herren. Mm. So, das ist halt ein bisschen uncool. Ja. Wir werden mal schauen, vielleicht ist irgendwie sowas drin, dass wir mit so einem Setup, was wir eh ausprobieren wollen, dass wir vielleicht so einen Stream machen, so auf entspannt, uns das dann angucken, dann aber noch Zeit ist. Also dann wir werden gehen wir danach kein... noch was essen, kurz. Genau, dann gehen wir vielleicht auch noch was essen oder das so. Das machen wir. Ja, wir können da auch die Kamera mitnehmen oder so. Genau. Machen dann sowas. Das ist unser Samstag. Ja, das wäre ein cooler Samstag und danach ist dann halt drauf. Erste Herren, erstes Spiel, wir sind hyped. Müssen mal gucken, wie wir den Kader zusammenstellen. Der Kader ist eigentlich sehr gut, bis auf Mitte, da haben wir aktuell noch keinen. Ja, und ich kann nicht ausweichen, weil wir keinen Zuspieler haben, ne? Oder ist die Lösung dann ernsthaft, dass eher so... Nee, Mathis leider, hat leider Schulfahrt, der ist nicht da, oder Lukas soll, ist im Urlaub. Wir können nicht Leon zuspielen lassen oder dich. Nein. Dich zuspielen? Auch nicht, ne? Kann man schon machen, aber will ich auch gar nicht. Hm. Wie willst du es denn dann machen, dass du Mitte spielst? Ja, dann würde ich Mitte aushelfen, darum geht's. Ja, aber wir haben auch sonst nicht so viele. Ja, also wir stimmt. haben wirklich, wir müssen ein, zwei Jungs hochziehen aus der zweiten, also das wird so ein 7-Mann-Kader sein, ne? Ja gut. Ja. Da wird das ja auch ein hereinragender Saisonstart von der Eintracht.
Leon ist da, Daniel ist da, ich bin da. Das passt schon. Wer ist denn Daniel? Daniele Montiano. Entschuldigung. Unser Rumäne, der inzwischen 57 ist. Dann weiß ich's, dann weiß ich Bescheid. Ja. Ja, guck mal, ne? Also, liebe Gegner, die ihr gerade zuhören, ne? Wenn ihr eine Chance habt, dann dieses Wochenende. So, über außen werdet ihr einen schönen Einerblock auf jeden Fall auffinden. Aber viel Spaß gegen den Herrn. Und es ist mir okay für mich. Spielt lieber über Kopf. Ja. Und dann füttert da mal ein bisschen und haut mir auch mal zwei da mal rein, damit ich mich gut fühle. Ja, so werden wir es machen. Und dann wird die Eintracht das Ding 3-0 holen, wird danach ein schönes Bierchen trinken und dann werden die Wunden geleckt. Und dann machen wir so einen richtig schönen, dicken IRL-Stream draus. Fände ich clean, wenn wir das machen. Ja, das finde ich gut. Finde ich echt gut. Okay. Dann auch noch danach dann? Ja, ja. Bisschen? Boah, aber dann müssen wir irgendwann offline gehen, wenn es zu schlimm wird. Ja, das stimmt. Weil mittlerweile, also ich meine, es ist halt heftig, wie viele junge Frauen dann vor den Turnhallen warten mittlerweile bei der Eintracht, weil du so ein Superstar bist, Dirk. Das ist so heftig, wirklich. Das liegt an den ganzen neuen Hemden, habe ich das ja, Gefühl. Ja, ich glaube auch, das ist, weil du so ein Victim bist, so ein Fashion Victim. Genau, und weil ich jetzt in Form langsam wieder bin. Ja, bevor du wieder Selbstbeweihräucherung machst, ne? Wir müssen auf jeden Fall noch über Basketball sprechen. Oh ja, das machen wir auf jeden Fall. Weil das war ja Sportgeschichte, Alter. Das stimmt. Ich muss direkt erstmal auch wieder ein Statement an mich richten. Ich habe es diesmal besser geschafft, mich nicht geisterkrank heftig darüber aufzuregen, dass wieder auf einmal jeder Mensch das Bedürfnis hat, den Leuten auf Instagram zu erzählen, dass wir gerade Weltmeister geworden sind. Ich habe es diesmal besser gemacht, aber es fuckt mich tief in mir drin, auch immer noch ab. Ja. Und ich finde auch immer noch eine geile Regel. Ich glaube, irgendein Rapper hat das mal gesagt und ist eine Line von dem gewesen in einem Song, dass er irgendwie jetzt eine neue Regel hat. Und wenn einer nicht irgendwie in dem Jahr, wo der Rapper gestorben ist, wenn du da nicht vorher irgendwas über den gepostet hast, weil du ihn feierst oder weil irgendwas wichtig, interessant oder cool war, dann darfst du auch nicht dann irgendwie wegen des Todes oder so dann irgendwas auf einmal machen. Okay. Und das aber ist wenn so ein du bisschen, jetzt zum Beispiel ihr wisst, worauf ich hinaus will, oder? Ja, aber wenn du jetzt zum Beispiel bei der WM jetzt, bei der Basketball-WM, wenn du nach dem... Also erstmal, das ist kein Zitat, weil es ist 100% nicht richtig, ihr könnt es gerne reinschreiben, aber es geht halt in die Richtung. Ja, ja, okay, verstanden. Ja. Aber wenn du jetzt einer wärst, der am Anfang der Basketball-WM zum Beispiel gesagt hat, ey, ich freue mich dieses Jahr auf die Basketball-WM, mega geiles Team, ich habe so was im Urin, so. Dann dürftest du gestern diesen Hype-Train fahren mit, wir sind Weltmeister. Das dürftest du dann? Oder... Also erstmal leben wir in einem Land, in dem wir sehr, sehr wenig sportpatriotisch oder allgemein patriotisch sind. So, und deswegen finde ich es auch, ist es ja eher the other way around. Ich finde es vollkommen in Ordnung, als sportleidenschaftlicher Mensch sich richtig krass zu freuen, dass Deutschland Weltmeister geworden ist im Basketball. Ja. Auch wenn man mit Basketball sonst nichts am Hut hat. Ja. Das finde ich erstmal vollkommen in Ordnung, versteht mich nicht falsch. Ja. So. Punkt. Punkt. Absolut, ganz wichtig. Ja. Mir geht es trotzdem ein bisschen auf den Sack, wenn dann da alle kommen. So. Wirklich, auf einmal 100. Bei wem hat sich am meisten wir fragen 98 von 100 Volleyballern. Und auf einmal sind alle. Ja, gut. Ja, vielleicht sind ja jetzt auch alle wieder Basketballfans. Es ist ja. Ich kann dir sagen, jetzt wo du es ansprichst, ich überlege gerade, bei wem ich es am meisten schlimm fand. Ich bin ja in dieser Bubble dann auch gefangen. Ne? Ich bin dann in dieser. Weißt du, wenn so ein Schmiso so einen emotionalen Post macht, weil der viel mit Basketball konnte und so, das finde ich auch alles. Das finde ich alles okay. Wenn Mats Hummels es feiert, finde ich auch okay, weil der ist ja auch nachweislich krasser Basketballfan. Genau, der hängt da immer bei Bayern ab, ist NBA-Fan. Finde ich gut. Was ich ganz unangenehm finde, ist dann so Glückwunsch-Posts so von Hockeybund, Deutschen Volleyballverband. Das ist so wo ich das so denke, so Leute, ey, komm, ihr wünscht euch einen Scheißdreck, dass die anderen Sportarten um euch drum erfolgreich sind, weil dann kriegt ihr selber weniger von der kleinen Scheißtorte. Ja. Und dann macht ihr noch diesen, oh Gott. Ja, wirklich. Ist wirklich unangenehm. Das finde ich ganz unangenehm. Also da, aber alle Sportverbände nennen, die habe ich jetzt nicht nur DVV genannt, die wirklich alle. Das finde ich mit am nervigsten, muss ich ehrlich sagen. Ja, weiß ich nicht. Das ist, ey, jeder wie er will, ne? Aber ich finde dann einfach immer, es hätte sich halt auch genauso falsch angefühlt, wenn ich jetzt irgendwie, nur weil ich jetzt wieder ab Halbfinale Djokovic beim 24. Slam zugeguckt habe, wenn ich jetzt irgendwie da so einen Post mache, das reposte, oben drüber noch was schreibe und dann sage, wie krass ich mich für meinen Joker freue. So, ne? Also... Und dann noch die Greatness, dass er noch bei der 24 noch das Mamba-T-Shirt anzieht. Oh, wobei, da habe ich geweint heute Morgen. Ja, okay, also nach dem zweiten Satz musste ich aufgeben, habe ich nicht mehr geschafft. Also ich habe Halbfinale, habe ich komplett geguckt, sogar abends. Okay. Also war ja auch schnelles Ding, weil der Shelton zu viele Fehler gemacht hat. Erstmal geiler Typ, der Ben Shelton. Ja. Richtig geil, aber war klar, dass er gegen Djokovic auch so Bock hat gegen den. Hat er ihn auseinandergenommen, das war wirklich, meine Güte, hat der den Knaben auf eine Schreckbank gestellt da und dann aber das war vorprogrammiert, Alter. Boah. Das war genau
Das war genau angerichtet für, ich zeig dir jetzt mal, was dir noch fehlt, du kleiner Banause, Alter. Das war aber deswegen, Finale war ja leider auch nicht ganz so geil, wie es hätte sein können, weil Djokovic gegen Medvedev ist eigentlich immer Hammer. Die beiden sind ja auch von den Personalities her, das ist manchmal, respektieren sich ja, aber ist immer schön giftig und so. Ne? Ja, genau. Ist richtig geil. Naja, aber als ich das dann heute Morgen gesehen habe, weil ich es ja nicht live gesehen habe, dann mit Kobe und so, da war ich, dann sind dann schon ein paar Tränen gekommen. Ich frage mich auch mal, was die Leute da denken, wenn ich dann so auf mein Handy gucke und auf einmal so, ich sitze in der Bahn und dann, ja, stimmt, dann wirklich Alter. So, sie anfangen zu weinen und so den hier machen muss. Die denken alle, der attraktive Typ in seinen offenen Hemden und dann kommt dieser. Ja, genau, weil ich in offenen Hemden morgens in der Bahn sitze. Naja, zurück zum Basketball. Also, ich kann ja den Hype auch wirklich völlig verstehen, weil, ja, was soll man sagen, das ist einfach wirklich unfassbar verdient. Extrem geile Truppe. Halt wirklich das, was man von außen hört. Ich meine, war ja auch mega cool hier diese Ansprache vom Coach noch am Ende, der dann irgendwie dieses Zitat hatte mit, ey, ihr seid bessere Menschen als Spieler und das sagt so viel aus und so, ne, also... Und ist einfach für den Sport überragend. Es gibt doch keine bessere Storyline, als jetzt gut, wird jetzt wieder in den USA festgemacht, aber natürlich auch an Kanada, die jetzt ja auch so eine star-strutted Mannschaft sind, denen auch noch 5 Superstars, warum habe ich 5 gesagt und 4 gezeigt? Naja. Weil es spät ist, Dirk, ist schon nach 10 das Uhr. Das kann sein. Den haben ja auch noch richtige, also Kanada hätte ja inzwischen auch so ein heftiges Team, was die aufstellen auch, könnten. Ja. Aber halt zu sehen, dass eine Unit, also was das halt ausmachen kann, ne? Ja. Ich meine, diese ganzen Diskussionen auch hier mit dem Sprinter, mit dem Lyles heißt er, ne? Noah Lyles ja, oder so? Überragend. World Champion of what? Ja, what? Das ist wirklich so das ist Hammer. So geil, und ey, wie viral dieser Moment jetzt natürlich ja, geworden jetzt, ist. Ja, jetzt, das dadurch. War perfekt. Von ihm war es so ja. genau, also hat er wahrscheinlich nicht geplant, ne? Aber von ihm war es so heftig, ja. das genau jetzt zu sagen und jetzt passiert es mal wieder nach Jahren, dass die Amis es nicht hinkriegen. Ja, es ist ja teilwahr gewesen so, ne? Weil es gibt Vereine, die das so gemacht haben und die auch auf ihren Banner das stehen haben. Ja. Es gibt aber auch ganz, ganz viele Vereine, die damit aufgehört haben. Ja. Und auch Zitate von Popovic und von sonst was für Coach, die gesagt haben, ey, man darf sich nicht World Champion nennen. So, ich meine, natürlich sind diese Teams und gerade auch die Vereinsmannschaften, die eingespielt sind, die hätten schon eine extrem gute Chance, geworden. Weltmeister ja. zu werden. Ja. Und auch, ich meine, jetzt hat man ja wieder den Bär gepokt. LeBron hat ja jetzt schon wieder der hat Bock nächstes Jahr, rekrutiert ne? ja seine Avengers für Olympia. Ja. Also die Olympischen Spiele werden halt natürlich die USA gewinnen ja. und das wird auch böse. Aber ist ja auch in Ordnung, weil das ist ja jetzt wieder Hammer. Ist doch, ey, das ist ja. all around das Beste, was passiert ja. ist. Die Welt hat gezeigt, sie kann richtig gut Basketball spielen. Ja. Und das organisierter 5 gegen 5 Fieber-Basketball, was anderes ist als NBA, dass genau die Schwächen hier zu soft sein, Jaren Jackson Jr., Defensive Player of the Year, der 3 Rebounds holt, dass das halt nicht klar geht, dass hier das Defensive Mindset nicht ausreicht, dann ja. von den Superstars, die alle pissed sind, weil sie nicht mehr Minuten spielen. Brandon Ingram, eigentlich Superstar, versauert da auf der Bank. Stimmt. Während halt Deutschland einfach wirklich eine geile Unit ist, die sich auch ein paar Mal aufs Maul hauen. Und sich dann die aber jedes Mal wieder vereinen. Ja, die haben sich gehauen. 3-4 ja. Mal wirklich richtig ja. gehabt. Und das ist einfach ein Traum. Aber es ist doch auch wechselwirkungsmäßig wieder ultra geil, wenn dann 24 bei Olympia die Superstars da alle kommen, also die Avengers um LeBron, ja. alles wieder rasieren, aber wird da eine mediale Präsenz drauf sein? 100%. Auf diesen Olympischen ja. Spielen, also wirklich ja. einfach Basketball-Wettbewerb. Dann kommt LeBron und macht diesen hier, Alter, und dann legt er aber auf bam. Und sagt so, ciao, da wird ey. Einmal aufgelegt, liebe Welt. Nee, war ein Traum, hat wirklich Bock gemacht. Ich habe ja, also, das tat mir auch echt weh, weil es war ein bisschen dumm Samstag, dass ich zugesagt habe eigentlich, weil eigentlich dachte ich mir im Nachhinein, kann ich nicht machen, ich muss das Spiel gucken. Aber dann habe ich meinen Laptop halt für den Füßen gehabt. Ja. Also ich habe gecoacht okay. im Stehen und hatte vor mir meinen Laptop so auf den Boden geklappt, dass ich gucken konnte und habe dann ja auch irgendwann dann announced, dass sie gerade Weltmeister geworden ja. sind. Das ja. war geil. Ich habe auf dem Rückweg aus Berlin im Zug und da habe ich ja schon aufgefallen, im Zug, das haben schon viele geguckt. Also das war dann gestern doch schon ja. wieder ein Sportevent, was das mediale Reichweite hatte. Und eine Tragweite hatte, die durch die Gesellschaft safe. So durchging. Ich fand's mega geil. Ich überlege gerade die ganze Zeit, ich fand's geil, nachher die Interviews zu hören. So ein Schröder, der sagt, ich will einfach nur respektiert werden. Oh, ich fand's auch Finde ich so mega geil, geil. Fühle ich so sehr, Schröder. Weil der Fühl hat ja, komplett. Der kriegt, gut, ist das ein Extrovertierter, muss man den mögen? Nö, finde ich. So, weißt du, also jetzt erstmal so vom ersten Auftreten her, bis du den verstehst und bis du den wahrnimmst. So wie der medial... dargestellt ja, wird. Inzwischen und so mit seiner Präsenz. Der ja. hat ja auch einen YouTube-Kanal, wo er sich sehr nahbar wenn zeigt und so. Wenn du dir die Mühe nicht machst. Wenn du dann, dir gar keine Mühe machst, dann verstehe ich deinen Punkt. Dann so. Kann man ihn erstmal offensichtlich als arroganten Fatzken genau. und so finden. Ja. Und davon gibt's sau viele, die sich diese Mühe nicht machen und deswegen wird er wahrscheinlich nicht respektiert. Weil der wird dann wahrscheinlich auch in so ein Stereotyp reingeschoben, so von wegen der Dunkelhäutige mit der Goldkette, der in der NBA spielt klar, und eigentlich kein safe. Richtiger Deutscher ist und so eine Scheißweise, so ein Zeug wird, der dann von den Idioten sorry, gelabert. So müssen wir ne? jetzt nicht tun, als ob das nicht ein Faktor wäre, dass dann der schwarze Superprofi mit seinem Geld sich erstmal ein Lamborghini für golden lässt und die Story war ja noch nicht mal so. Ja, aber so, ne? Aber, ja, ja. Aber so ist ja, so kann man ja verstehen, dass er so wahrgenommen wird und dass ja. er dann so ganz ehrlich sagt, er will einfach nur respektiert werden. So, man hat ja gesehen, was das für ein, spätestens jetzt hat ja, glaube ich, jeder gecheckt, was das für ein guter Athlet ist einfach so. Also einfach
Athlet im Sinne von Mindset und so. Role Model. Und er hat sich reinkommittet in dieses System. Überleg doch mal zurück. Diesen Skandal, den es um Maxi Kleber gab, als der da die Ansage gemacht hat und im Nachhinein Dennis Schröder, der gesagt hat, ey, wir brauchen Maxi überhaupt nicht. Ja. So, ne, wir wollen den gar nicht haben. So, der hat jetzt keine super Special Skills, die er uns bringt und ich will meine Unit nicht kaputt machen. Das hier meine Unit, wir buckeln uns hier den Arsch ab und dann soll jetzt nur, weil er ein paar Jahre NBA gespielt hat, er jetzt nicht denken, dass er hier reinrutschen kann. Und im Nachhinein, das war ja ein Riesenskandal eigentlich, wo man eigentlich sich wieder so denkt, einer. Kannst du doch nicht so machen, was ist das denn für ein Leader? Und er hat alles richtig gemacht im Nachhinein. Genau. Weil die Jungs ihn respektieren, ihm vertrauen und auch, dann hat er halt mal ein schlechtes Spiel da gehabt und alles durchgegangen und im Finale hat er abgeliefert und hat seine Legacy jetzt wirklich eigentlich erstmal so abgeschlossen. Also klar, wenn er Glück hat, ist er irgendwann nochmal in einem Roster, dass er vielleicht einen Titel holt oder so. Aber in der NBA, mein Gott, der hat eine geile NBA-Karriere jetzt hinter sich. Also wirklich eine richtig gute, keine extraordinäre, aber eine richtig gute NBA-Karriere. Und der kann jetzt aber für den Rest des Lebens gut schlafen gehen. Das MVP bei einer Weltmeisterschaft, Alter. Weltmeistertitel. Ja, also wirklich allergrößten Respekt. Saugeil, wie der sich auch gemacht hat. Und der hat sich auch gemacht charakterlich. Also der ist auch wirklich gewachsen in den letzten Jahren. Und ich sag mal so, es gab ja auch eine geile Szene noch mit ihm und seinem Boy hier, mit Austin Reeves. Natürlich absolute Legende. Ja, stimmt. Der Typ ist ja auch so geil, wäre ja auch, ne, Oma Deutsche, hätte für Deutschland theoretisch starten können. Wann hat der sich entschieden? Das habe ich auch noch irgendwann im Kopf. Das war vor ein paar Monaten, glaube ich. Ja, oder der so, hatte ne? auch aber irgendwann dann, diesen... Gut, wenn du das Angebot dann hast, dann wirklich Team USA zu spielen. Ja, musst du machen. So, dann ist das halt geil. Und die beiden sind ja wirklich durch die gemeinsame Lakers-Zeit, sind die ja so Boys, dass der wirklich durchgezogen hat, erstmal super herzlich und innig nach dem Spiel noch. Und dann hat der Reeves, der war ja sogar noch vor der Kabine und hat extra noch gewartet, um sich auch das Jersey von Dennis nochmal abzuholen. Die nice. Beiden sind wirklich Boys. Hat LeBron das in seiner Story gerepostet und meinte nochmal, ey, meine Jungs und so, ne? Und halt wirklich, also Dennis Schröder hat auch wirklich den Respekt von LeBron einfach komplett. Ja, das den kriegst du nicht einfach so. Den kriegst du nicht einfach so, den aber den hat er aber auch so. Schon länger. Den hat er nicht nur jetzt, sondern den hat er länger. Ja. Also das ist, das zeigt ja auch alles, weil dann appreciated einer ja ein und ganz der war kurz davor, eine internationale Arbeit. Lachnummer zu werden, Mann, wie der sich mit seinem Vertrag verpokert hat, als er da diesen riesen Betrag nicht angenommen hat und dann auf die Schnauze gefallen ist. Ja. Also wie der sich da jetzt rausgeholt hat in den letzten 2 Jahren, ist einfach nur krank. Stimmt, ja. Gut, ist, wenn du mal so, gut, dass du das auch nochmal sagst, weil wir haben da gerade gar nicht drüber gesprochen. Das finde ich echt spannend. Und ich finde halt, ich finde aber auch die Energie von so einem Basketballteam, finde ich auch beeindruckend, weil die dann doch noch so nahbar sind, ne? Und so eine Kindergartentruppe mit so einem, was ist das? Wenn das einen Inbegriff von einem besessenen Trainer gibt, dann ist das der. Der ist krank, der Typ. Der Typ, ey. Und wie der dann nach dem Finale abknickt, weil du merkst so, okay. Was hat er eigentlich getrunken aus seiner Dose da? Wodka-Cola oder was? Ich weiß es nicht, Digga, aber das ist echt, ey. Hammer-Typ, ohne Spaß. Ja, ohne ich finde ich irgendwie, ich finde da alles geil dran, ey. Und das Geile ist, es gibt ja wirklich wohl eine Doku. Echt? Ich habe gehört, Gott. Es gibt eine Doku von der WM, es war ein Doku-Team mit dabei. Gibt es halt irgendwann. Ja, das wird ja heftig. Ja, und da bin ich, ey, das ist halt geil, dass du da so eine Story aufarbeiten kannst. Ja, das ist krank. Das ist heftig, Mann. Also da, das wird heftig. Da freue ich mich richtig, richtig, richtig doll drauf. Das wird mega geil. Nö, das und ich habe cool. sowieso dieses, wie hieß es, Redeem Team oder so. Ich habe ja dieses Jahr, also da kommt super viel zusammen. Die Doku gesehen, ne, darüber, dass sie dann da jetzt verkackt hatten bei den Olympischen Spielen, dann zurückkamen und gewonnen haben, mit diesen ganzen super Superstars, dann mit dem World Champion of What? Und dann wird Deutschland Weltmeister, nicht mal ein anderer, wäre ja auch schon ein Ding, das Ding wäre ja trotzdem rausgeholt natürlich. Worden, aber Deutschland wird Weltmeister, das ist krass und gleichzeitig ist Jokic, dessen Team irgendwie ganz weit kommt im Finale, spielt irgendwie wieder Pferderennen bei sich zu Hause und macht gar nichts, Alter. Das alles im Basketball passiert in den letzten Wochen. Richtig, richtig geil. Nee, deswegen. Also das hat schon echt, also das hat einfach auch mal wieder Spaß gemacht. Das ist immer das Problem, dass wir bei, wenn man so viel selber in der Sportwelt unterwegs ist und dann auch so viel mit einer Sportart halt immer so zu tun hat, dass man so ein bisschen sich selber als Sportfan so verliert. Ja, so, ne? Das habe ich aber stimmt nicht, Dirk. Weil, guck mal, als jetzt NBA-Playoffs waren, fanden wir beide, dass du dich dafür interessierst, okay. Aber selbst du hast ja dann trotzdem irgendwie dich da noch ein bisschen reingenommen, ein bisschen mitgenommen ich oder so. Ich habe trotzdem nicht geschafft, viel zu gucken. Ja, genau. Oder überhaupt so, zu gucken. Jetzt WM, jetzt wieder. Grand Slam hast du geschafft, was zu gucken. Ja. Wir haben das Fußball-WM-Finale geguckt. Also tu mal nicht stimmt. so, als würden wir die Sachen ausfallen lassen. Das stimmt das muss nicht. Auch passieren. Das macht mir viel nicht. Zu viel Spaß. Ja, mir macht es auch Scheiß. Viel zu viel Spaß. Das ist echt, das merke ich immer wieder bei den Sachen, wie viel Bock mir das jetzt gemacht hat wieder. Ist so. Das ist, also muss man wirklich häufiger wieder das machen. Ist einfach so. Ja, wir würden auch, wir hätten auch, stell dir mal vor, wir hätten bei den deutschen Meisterschaften jetzt Beachvolleyball zum Beispiel, wären wir einfach nur da gewesen und hätten Alter. Das Event erlebt. Wir hätten da auch total Freude mega gehabt. Mega eine ja, gute na, klar. Zeit gehabt. Ja. Klar. Müssen wir nächstes Jahr, wir müssen zum Beispiel bei der Finalserie Volleyball müssen wir so in die Halle. Auch geil. Oh, stimmt, dann dürfen wir auch eh nicht mehr kommentieren. Dann gehen wir einfach schön, reisen wir immer rum und sind bei jedem Spiel da. Ja, whatever. Ist doch scheißegal. Ist das denn? Ja. Also why not? Boah. Ja, solche Sachen. Also müssen wir. Das ist geil. Hast du recht, ja.
Oder wir gehen nur noch auf die Streamer-Events und gucken Amateurfußballern zu in der 18.000-Mann-Halle. Ja, und saufen uns dann tierisch einen rein, wie du es gemacht hast, oder was? Auch passiert. Ich war Netzwerken, dies, das. Ja, jetzt erzähl doch mal. Wir sind wirklich, das war jetzt mal ein heftiger Segway. Du warst eigentlich schon kurz davor, davon zu erzählen. Und jetzt sind wir endlich angekommen. Ja. Also du warst bei Eli Jello, beim Eli Geller Cup. Ja. Das ist ja hier, ne, Eli Geller, vermeintlich die Eins gerade unter allen Streamern. Wir wissen alle, Monte ist eigentlich die Eins, aber rein so Power-Ranking ist er halt gerade der krasseste. Hatte vor kurzem Rekord gebrochen, 70.000 Subs und so, bricht alle Rekorde. Und ist natürlich auch mit seiner eigenen Fußballmannschaft, Delay Sports, und mit seinen ganzen anderen Projekten, ist offiziell Adidas Brand und so, also ist huge. Ja. Ist einfach huge und ich weiß, es will wieder keiner akzeptieren, aber ist ein A-Lister in Deutschland. So, er ist nicht Til Schweiger, aber er ist ein A-Lister in seiner Branche. Ist auch geil, dass ich Til Schweiger als erstes Beispiel nehme. Warum auch immer. Wenn es jetzt um im Fahrplan zu bleiben, einfach so Dirk Nowitzki sagen können. Ich hätte oder so. Den sagen können, ja, genau. Ich habe Til Schweiger gesagt. Naja, er ist nicht Til Schweiger, aber er ist ein A-Lister. Und der hat dieses Event gemacht. Wir haben für Eli ja schon ein paar Mal produziert. Deswegen warst du auch eingeladen, hättest mich auf jeden Fall mitnehmen können. Nö, wir dürfen. Waren schon eingeladen. Ich hätte auch mit mehr Leuten dahin gehen ja, können. Genau, ja, genau. So, ne? War dann spontan, hat es dann einfach nicht mehr gepasst. Ich musste halt wirklich auch arbeiten. Ja. Und ja, war jetzt auch spontan, wäre alles super teuer gewesen und so. Deswegen bist du alleine hin. Ich weiß ja auch, warum Berlin so teuer war an dem Wochenende. Weil hier dieses Ulapalu-Festival war. Ach, oder sonstiges. Ja, sehr. Berlin ja, war gut, voll. Und wegen Eli Jello Cup waren mit Sicherheit auch einige, die da ein Zimmerchen gesucht haben. Ja. Naja, hattest aber offensichtlich nicht nur, weil dann stand ja kurzzeitig im Raum, dass du da so ein Quick and Dirty Händeschütteln dann potenziell noch zurückmachst. War mir von Anfang an klar, dass du es auf gar keinen Fall machst, du Drecksack. Und dann sehe ich halt nur wieder Story von dir, lässt es dir gut gehen, schickst mir irgendeine Nachricht mit, oh, das Treatment hier ist so krass, machst dann Story von der Party, wo ich nur so höre, Alter, krassester Hip-Hop läuft da die ganze Zeit, wäre voll mein Ding, hätte voll Bock, mir das Ganze da so reinzuziehen und so. Und dann hast du da echt eine gute Zeit gehabt und dir, glaube ich, auch ziemlich einen reingetrunken, ne? Ja, 8,5 von 10 war ich voll, Alter. Ja. Und das soll bei dir was heißen. Ich habe echt ein paar gute Leute kennengelernt. Ich habe aber, ohne Spaß, war gut, dass ich alleine da war, aber ich habe echt gute Leute kennengelernt. Das ist halt ein Face-to-Face-Business. Und wenn wir da gewesen wären, hätten wir nur einfach früh ans Glas gegangen, wenn nur eine Kamera dabei gewesen wäre. Wir hätten eine zu gute Zeit gehabt. Ja, genau. So, und so habe ich wirklich mir alles angeguckt. So habe mir auch Produktion und so was alles angeguckt. Wie die Profis das machen, habe ich mir angeguckt. Und dann habe ich einfach ein paar gute Leute kennengelernt, mich mit denen unterhalten. Und irgendwann hieß es dann, trink mal ein Bier. Und ich dachte, jo. Also ich habe relativ lang keins getrunken. Aber dann irgendwann so 19:30, 19:45 haben wir dann, war ein langes Event, ne? War irgendwie, also ging halt 6 Stunden. Und dann haben wir ein Bierchen getrunken. Und echt wirklich gute Leute. Richtig gute Leute in dem Netzwerk und in dem ganzen System so kennengelernt, mit denen ich einfach einen richtig guten Abend hatte und dann halt danach noch auf diese Aftershow-Party eingeladen war. Natürlich geil, die bieten da einen Club, da gehen alle hin, Gästeliste, zahlst nix. Was muss ich dir noch mehr sagen? Die haben Musikgeschmack, also wirklich, Musik war heftig, war natürlich Hip-Hop durchgehend, aber wirklich gute Musik, also wirklich richtig stark. Mucke sehr, sehr laut, muss man dazu sagen. Also war wirklich ganz schwer, weil ich kriege ja immer, ich habe dann echt Wasser in den Ohren, wenn irgendwann der... Also das ist ein schlechtes Phänomen, ne? Dass man ja eigentlich... versteht da nichts mehr. Ja, und das Problem ist ja, dass eigentlich, wenn man so ein bisschen älter wird, wird ja das Hören schlechter. Ja. Ich höre zum Beispiel auch gar nicht so gut. Nee, aber es wird ich trotzdem auch unangenehmer irgendwann. Ja, so, ne? Genau. Das ist dieses so gone wrong. Man hört schlechter, aber es wird auch im Alter unangenehmer. Ganz genau, ja. Und so habe ich mich auch gefühlt, vor allem, weil ich ja da jetzt wirklich, also ich, der Average der Leute, die da waren, war wirklich 10 Jahre jünger als ich. Also ist ja einfach so. Ja, klar. Ja, klar. So Robby Hunke und ich waren da, die, nein, das stimmt, es gibt noch ein paar andere Ältere, die da so mit eingeladen waren, aber die waren noch relativ weg. Also um 4 Uhr war ich wahrscheinlich Top 2% einer der Ältesten. So einfach so, weil die anderen sind halt alle jünger, ne? Aber es war schon spannend zu sehen, wie die dann in ihrer Bubble sich so, also, das sind halt junge Leute, die haben Reichweite und in ihrem Thema sind die gut, die können völlig authentisch einfach sich benehmen wie die Tiere zum Teil, ne? Also weil es einfach egal ist, weil die einfach damit auch erfolgreich geworden sind und ziehen das dann halt eiskalt durch. Ne? War schon auf der Party super spannend, aber trotzdem auch gute Leute. So, also echt so, ich meine jetzt so Max und Niki und so, die ganzen, die kennen wir halt schon so ein bisschen, damit den Kopf. Trimax und sein Bruder meint er damit, für alle, die es nicht checken. Entschuldigung. Trimax, auch ein Streamer in Deutschland, auch einer der erfolgreichsten. Über den habt ihr euch vor ein paar Wochen aufgeregt, vor 2 oder genau. Vor 10 Tagen. Ja, genau. Ja. Hat Carla Borger und Sandra Ettlinger interviewt, ja. Genau der. So. Naja, aber es sind einfach gute Leute. Die haben für die ist halt auch ein besonderes Event, weil, darauf wollte ich ja nicht hinaus, erstmal, Lanxess Arena, denkst du, ist eine geile Halle, ne? Ist ein Scheißdreck gegen die Mercedes-Benz Arena in Berlin, Alter. Mercedes-Benz, eine Premium-Halle vom anderen Stern. Wirklich. Unfassbar. Egal. Und die haben die Halle einfach ausverkauft, ne? Ja. Da waren irgendwie 18.000 Leute in der Arena bei einem wirklich unterklassigen. Das ist nicht mal Stadion-Entertainment oder sonstiges bei dem Event. Das ist wirklich rein ein Streamer-Event und da sitzen Zuschauer drumherum, die dann 6 Stunden warten in der Hoffnung, dass sie am Ende ein Bild kriegen. Ja, Newsflash kriegen sie nicht, weil. Die machen 100 Bilder und du bist halt einer von 18.000. Also es wird nicht passieren, dass du ein Bild mit denen, also die Quote ist sehr, sehr gering.
dass du genau mit deinem Lieblingsstreamer dein Bild machen kannst. Aber es war schon beeindruckend zu sehen, was das für ein, das ist eine komplett andere Welt, ne? Da ist auch weniger Planbarkeit und Struktur. Die planen irgendwie Events immer so ein, zwei Monate im Voraus und dann ziehen die da durch, dann wird das da auf Join gezeigt und die Produktion und da. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, schwierige Branche, weil alles gerade neu sortiert wird und da ganz viele Asker ja auch einfach das große Geld, logischerweise, weil da einfach was Neues heranwächst. Aber die macht mir eigentlich Spaß. Ich finde, das sind gute, ehrliche, ja, gute, ehrliche junge Leute, die viel, viel Macht auch haben, ne? Muss man schon sagen. Und finde ich aber spannend. Safe. Also ist auch, deswegen meine ich, mit Face-to-Face ist dann gar nicht so scheiße, dass ich dann mal da bin. Ich führe dann die richtigen Gespräche mit den richtigen Leuten und platziere auch das, was die hören wollen. Weil im Wesentlichen lösen wir ein Problem für die. Wir können günstig ein gutes Bild produzieren, was sie auf ihren Kanälen gut nutzen können, weil wir sogar noch für ihre Plattformen produzieren. Also bin ich quasi ein Problemlöser für die, wenn ich auf die zugehe. So. Und dann verstehe ich die auch noch, weil ich will jetzt nicht sagen, ich bin einer von denen, das stimmt nicht, aber so, wir bewegen uns in diesem Moloch hier rum. Moloch? Ja. In dem Fall kann man das so sagen. Ich weiß, was du meinst, ich glaube ja. Ja, gut. Ist, glaube ich, in Ordnung. Ja, so. Das war spannend. Und ich habe mir halt wirklich, ich habe Bier und Wodka-Soda getrunken die ganze Zeit. Oh, aber gute Wahl. Ja, gute aber Wahl. Ich habe wirklich, und dann habe ich nachts noch so einen ehrenlosen Döner gegessen und dann war ich echt, ich war wirklich, dann muss ich in so einen richtig warmen Zug, der relativ voll war, sondern so, ich hatte schon echt einen Train of Shame, sagt man da wahrscheinlich dann oder sowas. Also da so stinkend in so einen Zug zu setzen und zu denken so, boah ey, die sehen dir alle an, dass du gestern völlig zerhämmert warst. Ja, muss ich durch, ne? Aber mir ging es da, muss ich ehrlich sagen, ich habe dann heute Nacht gut geschlafen und ich war heute Morgen wieder da. Also ich habe eigentlich nur einen Tag Kater gehabt, das war okay, nicht zwei. Ja. Hört sich auf jeden Fall sehr gut an. Ich muss zugeben, ich bin ein kleines bisschen neidisch, aber ja, kann ich auch nicht zustimmen. Wir haben das gut gemacht, dass ich alleine da war, war werthaltiger, als wenn wir zusammen da gewesen wären. Leider ich kann trotzdem ein bisschen neidisch sein. Das hat damit nichts zu tun. Das darfst du, aber ich bereue es nicht. Ich habe kein Mitleid. Ich würde es wieder. Das habe ich doch auch nicht. Du bist so ein dummer Wichser und Scheiß. Naja, wird ja nochmal einen Cup geben, auf jeden Fall. Aber das ist ja auch das. Das darf man einfach nicht vergessen, weil das war ja auch, also das hatten wir jetzt einmal auf einer smaller scale in Deutschland, weil dass die da so eine Arena ausverkaufen und das war ja nicht mal was Besonderes. Und darum geht's mir auch. Das ist das Geile, dass die es schaffen, obwohl es noch nicht mal was Besonderes ist, ein Event, was nicht sonderlich viel wert ist, es geht nicht um einen krassen Titel oder so, und es trotzdem so einen Hype zu machen. So. Und das ist ja auch, also das ist auch ein Ziel von mir oder sollte ein Ziel von uns sein, dass wir das halt auch vermehrt schaffen. So, ich meine, bei uns halt, wir wissen, dass Timmendorf, ja gut, das kriegen wir wahrscheinlich in 5 Jahren, würdest du auch 10.000 Leute irgendwo reinbekommen. Ja, wenn du das gut aufbaust, macht das Sinn, ja. Aber halt Timmendorf. So, und das wird auch... Ja, Timmendorf ist dann irgendwann das Problem. Timmendorf hat nur 14.000 Betten. Irgendwann wird echt das ein Ding. Ja, dann so, dann so. Nennen wir es, ist ja, ich meine ja auch gar nicht Timmendorf, ich meine halt die Deutsche Meisterschaft. Ja, okay. So, ne, weil es dann die Deutsche Meisterschaft ist. Aber wenn du dann, keine Ahnung, du bist dann wieder in Standort X, dann musst du halt gucken, dass die Leute da hinkommen und so, ne? Ja. Und das ist halt dieser Faktor, dass die einfach nur halt ein geiles Event machen, dazu ausrufen. Und es ist im Zweifel sogar relativ random, aber es ist einfach ein geiles Event und die Leute haben Bock, da zu sein, mitzuwirken, die Leute zu sehen. Und da so ein Hype entsteht, das ist einfach krank. Und auch wieder die Dimension. Und dann war ja noch parallel, haben hier diese Sidemen-Jungs rund um KSI und so weiter. Das sind ja auch alles so eine Zocker-Crew, die dann irgendwann ihren Content erweitert haben, ganz viel Fußball-Content gemacht haben und jetzt die alle huge sind. So, ne? KSI ist global, zusammen mit Logan Paul, mit seinem Prime, sponsern inzwischen 4 Fußballmannschaften. Arsenal, Bayern und so. Ja. Real Madrid, glaube ich, auch und so. Stimmt, also wirklich die auch völlig krank. Ja. Und die haben dann wieder ich glaube, die haben es schon mal im Wembley gemacht, aber waren in dem Heimstadion von West Ham United, haben das auch wieder, ich glaube, ausverkauft oder so, war einfach voll. Ja. Live auf YouTube haben 1,5 oder 2 Millionen Leute zugeguckt. Und haben da einfach unterklassig gegeneinander Fußball gespielt. So, Charity, natürlich Charity-Aktion, haben wahrscheinlich wieder, keine Ahnung, was für einen Betrag da eingenommen für einen guten Zweck. Und das ist dann halt auch wieder, ne? Ja. So, es ist einfach nur krank. Aber gut, auf gute Art und Weise. Ja, aber es ist nach wie vor beeindruckend, wir können da jetzt immer wieder drüber reden. Und das Einzige, was da passiert, jetzt auch bei Leuten, jetzt wieder, ein paar Leute triggern wir jetzt schon wieder damit oder sonstiges, es ist nach wie vor beeindruckend. Das merke ich auch bei den ganzen, das meinte ich ja mit Askeiern, die da in diesem Business-Bereich saßen. Die sind diese alten, gestandenen Agenturen, die dann da hinkommen und denken, ja, aber dann, die brauchen doch Hilfe. Ich sag, Bruder, die brauchen eins nicht, die brauchen keine Hilfe von einem 55-Jährigen. Nee. Eins brauchen die nicht, Hilfe von dir. Und das ist halt total, finde ich total spannend, dass dieser, ist ja kein Mikrokosmos, aber dieser eigene Kosmos sich da einfach so nachwächst. Und wir als Jungarbeit, also als Jungkosmos-Arbeitende in diesem Altkosmos, durchgehend hier von deinen Lieblingsfollowern auf YouTube auf die Fresse kriegen dafür, dass wir diese andere Thematik, weil wir auch die alte gar nicht können, irgendwie so forcieren. Ne? Ist schon spannend zu sehen. Es sind einfach andere Welten. Es ist so. Was auch heftig war, die haben dann announced, dass sie ein neues, am Ende so, ey, vielen Dank an alles und sonst, wir haben noch ein Announcement, wir bringen jetzt Kaugummis auf den Markt.
Und alle so erstmal, hey, geil, gibt Kaugummis, so Sachen, die die Welt nicht braucht, hat 8000ste Kaugummi. Aber das Kaugummi von dem Lieblingsstreamer, okay, ist ein Ding. Wird greift man dann eher hin, ja. Wird hundertprozentig funktionieren. Wird funktionieren. Das Geile ist, draußen liegen 10.000 Testpakete, könnt ihr euch nehmen. Aha, warum haben die das gemacht? Damit die Halle leer kriegen. Weil 10.000 plötzlich raus, wollten dringend kostenloses. 20 Minuten später, warum erzähle ich das? 20 Minuten später, weil wir uns darüber lustig gemacht haben, dass die alle rausrennen, um ein Kaugummi zu kriegen, ist das auf eBay Kleinanzeigen für 50 Euro drin. Weil Limits so gibt es noch nicht zu kaufen. Das ja, heißt, die ja, Leute, die das gekriegt haben, hauen das auf eBay Kleinanzeigen und es ist ein Kaugummi für 50 Euro. Weil, limitiert gerade, kannst du nicht kriegen. Und ja, wenn du das Kaugummi von Eli haben möchtest, dann musst du, oder das Vitabet-Kaugummi, dann musst du das kaufen. Das ist da passiert. Völlig behämmert. Ist ja total, aber total spannend, weil es halt so ist, du kannst es auch nicht aufhalten, es ist halt so. Die hatten alle T-Shirts von den Modebrands, von den Streamern an. Alle jungen Männer, größtenteils, muss man ganz klar ja, sagen. Klar. Ist ja sehr logisch. So, Minimum-T-Shirt von den Streamern an. Minimum. Die sind mit den Nackenkissen von Eli dahin und sonstiges. Die haben alle mindestens, im Mittel hatten die zwei Pieces von ihren Streamern an. Unfassbar. Ja. Unfassbar, wirklich. Ja. Und total spannend zu beobachten. Und Mercedes-Benz Arena und Treatment hier auch, Rabona, falls ihr zuhört und sonstiges. Das sind gute Jungs und vielen Dank für die Einladung, weil ich fand das geil. Für mich war das ein richtig schönes Kopflöschen.de. Gut. Das war herausragend. Ja, toll. Herausragend gut. Mhm. Ja. Jetzt hast du es noch ein bisschen mehr, ne? Ja. Ich liebe übrigens heute. Oder dein Video, geil, was du da gemacht hast. Ja. Das checken jetzt wieder so viele Leute nicht, aber das ist halt so ein geiles Phänomen wieder. Da kannst du auch mal eine Arbeit drüber schreiben. Und es funktioniert TikTok, wirklich ja einfach, ne? Also ich weiß nicht, wie viele auf TikTok sind. Es gibt dann diese Videos, gerade so längere. Auf TikTok ist ja inzwischen, ich weiß gar nicht, gibt es eine Begrenzung? 4-5 Minuten? Aber du findest ja auf jeden Fall minutenlange Videos inzwischen ja, ja, auf TikTok. Auch so vor allen Dingen eher so Talk-Sachen, die ein bisschen länger dauern. Und damit es aber nicht langweilig wird, so aufmerksamkeitsspannemäßig, läuft dann halt immer in einem Drittel oder teilweise auf zwei Drittel läuft so Subway Surfer. Ja. Oder halt dieses, wo so Autos irgendwie so Hindernisse fahren, dann immer so, oh, fällt's runter, fällt's nicht runter. Und du guckst da hin und es funktioniert einfach. Ja, es funktioniert komplett. Bei mir ist es auch so. Ich gucke ja das halt auch und teilweise höre ich mir dann und halt den Talk an. Und ich reg mich so auf, wie schlecht die dann spielen ja, immer. Ja, gut, das natürlich auch. Aber das ist halt das Geile und deswegen ist das jetzt die neue Taktik. Eigentlich machen wir auch nur noch die Kameraperspektive jetzt, dass ihr halt zuhören könnt, aber dann, es muss noch größer sein. Wir müssen so ganz klein, du so unten links, ich unten rechts ja, und dann brauchen wir einen riesen Bildschirm und das läuft eigentlich so auf 6/8 läuft Subway Surfer. Ja, ist okay für mich. Ja, ja. Dann ist das Ziel erfüllt. Ich finde das so geil, ich gucke da die ganze ja Zeit hin, ich kenne mittlerweile die Strecken auswendig, Alter. Das ist wirklich immer gut. Ja. Ja, das war zumindest mein Wochenende. Ich habe, ich hatte eine gute Zeit. Mhm. Hat wirklich Spaß gemacht. Ja. Spannend, was da noch so kommt, ne? Weil nach wie vor ist ein großer, ist ein echtes, das, was wir mit unserer Firma können, ist echt ein gutes Match für die alle. Weil wir einfach echt Sachen können, die, und uns ein Bewusstsein dafür haben, was die brauchen, was keine andere Produktionsfirma so mal eben rausstampfen kann. Die können immer alles erschlagen mit Personal und Technik und so, dann kostet es auch viel, dann ist die Produktion sauber, aber das brauchst du ja auch nicht. Du brauchst ja keine 6 Stunden klinisch saubere Fußballproduktion, da stimmt ja nicht. Du brauchst ja eher was Besonderes. So. Ja. Deswegen, ist spannend, ist ein wichtiger Zweig für uns und vor allem haben mir sehr viele Leute Freude daran, ne? Das ist das Gute von unseren Jungs so. Ja, ja. Deswegen, da bleiben wir dran, ob die Hater wollen oder nicht. Das ist doch scheißegal. Ja, natürlich. Ja. Mein Gott. Okay. Ich bin durch. Ja. Können wir so belassen, glaube ich, an so einem späten Montagabend hier. Aber das hat uns den Dienstagvormittag freigeschaufelt. Das ist nicht unwichtig, das weißt du selbst. Ja, ja. Weil Sachen zu tun sind, ne? Läuft. ERF geht wieder los. Ne? Donnerstag ist Watchalong oder so mit Bank, ne? Können wir einmal pluggen auf dem Home of Handball-Kanal. Ja, auf jeden Fall. Also könnt ihr euch gerne mal reinziehen, alle Handballinteressierten. Wird sich auch so ein bisschen ändern jetzt so der Content. Also gibt jetzt nicht mehr dieses klassische Magazin am Montag. Dafür wird es einen Videopodcast geben, den man sich dann auf jeden Fall halt, ja, obviously auf YouTube reinziehen kann. Oder Podcasts hat Bank jetzt eigentlich mittlerweile? Ach, 4 oder 5? Das musst du ja irgendwann noch verstehen, ne? Wie unfassbar dumm das ist. Ja, ja. Naja. So sei es. Ja, aber könnt ihr euch Donnerstag auf jeden Fall reinziehen. Abends wird wieder auf dem Home of Handball-Kanal laufen. Wird ein geiles Handballspiel auf jeden Fall sein. Also was man dann da nicht sieht, aber ne, halt Watch. Kannst du auf deinen gucken. Stimmt. Ja, kannst ja Champions League auf deinen gucken und parallel bankt im Studio. Das klingt doch erstmal nach dem Plan. Ja, so und am Samstag ist wann jetzt Eintracht? Samstag werden wir, lass uns das mit dem Stream echt verfolgen, finde ich gut. Ist eine gute Sache. Ja, also in dem Fall, ich glaube, das müsste ich jetzt mal nachgucken, wenn der Doppelspieltag angesetzt ist. Wird wahrscheinlich wieder so ein 14 Uhr Ding sein, 14 ja Uhr erstes Spiel. Da spielt unsere zweite,
Das würde bedeuten, wenn alles klappt, gehen wir dann, weiß ich nicht, 13:30 irgendwas so spätestens, gehen wir dann irgendwie live. Vielleicht sogar früher, oder? Ja, vielleicht sogar 13:00, wenn es funktioniert. Ja. Streamen dann da vielleicht den Nachmittag komplett durch, bis wir irgendwann unser eigenes Spiel haben. Unser eigenes Spiel wird man dann auf jeden Fall mit einem normalen Stream dann da sehen. Mhm. Das ist der Plan. Da wird es keine Kommentatoren ausnahmsweise geben, sondern wir werden mic'd up die ganze Zeit sein für euch. Mhm. Ist, glaube ich, auch ganz cool. Also wir werden uns auf jeden Fall einen Chat halt daneben stellen. Ja, also der Samstag, den sollte man sich gerne mal freihalten. Wetter wird jetzt wieder ein bisschen schlechter. Das wird ein richtig geiler Saisonstart aber mit der Eintracht. Auch, ihr könnt natürlich auch sehr gerne rumkommen. Also wir werden jetzt keine große Eventisierung mit Musik anlagen. Nee, wir nehmen die fetten Boxen und so mit, aber nein. Wird ein bisschen Bier geben. Dafür werden wir schon Sorge tragen. Und dann sliden wir hoffentlich mit einem Sieg ganz entspannt in diese Saison rein. Ja, ey, die Geier werden schon. Also ich bin mal gespannt. Es werden schon viele Leute gucken, weil jetzt so dieses 2 liegen höher. Die Leute hätten schon richtig Bock drauf, dass wir mal... Ja. Dass wir mal einen kassieren, so, ne? Ja, ich hoffe einfach nur, dass wir, also ich hoffe, dass wir, also A, ganz egoistisch, ich hoffe, dass wir gewinnen. Ja. Ist natürlich das eine, aber ganz egoistisch, dass ich mich nicht verletze. Sorry, wenn ich das so sage, ich habe keinen Bock auf so eine Verletzung. Wenn ich so eine Thomas Kaczmarek, Gagai Schowanski, Achillessehnen-Scheiße habe, dann ist mein Leben wirklich vorbei, Alter. Dann schmeiße ich mich in eine Tonne, ernsthaft. Weil ich habe gerade keine Energie auf Dreivierteljahr Reha und Kacke, da habe ich wirklich... Das wäre nicht gut. Das wäre es gar nicht, ey. Da habe ich echt ein bisschen... Da habe ich wirklich Angst vor sogar, dass ich mich verletze. Ja. Aber schauen wir mal. Also ich werde mich safe nicht verletzen. Nee, du bist ja gut vorbereitet. Ich bin absolut im Saft. Du hast schwer und falsch trainiert. Ich habe gut trainiert. Hm. Und wenn wir dann gewinnen, dann ziehen wir Hemd an und dann... Dann geht's los, meinst dann du, oder was? Los, oder? Dann geht's welche los. Farbe? Welche Farbe? Gucken wir mal, okay, je nachdem, wie klar. Wir uns dann fühlen. Na ja, gut. Alles klar. Dann hören wir uns nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt... Scam. Mhm.